Und go! So, willkommen zurück bei Adobe Live. Heute erster Tag, zweite Runde. Und genau, wir haben eben schon die tolle Patricia gesehen, unsere Creative Resident, mit dem Rufus. Jetzt geht's weiter mit einem ganz besonderen Gast, dem Mr. Wie magst du vorzüglich genannt werden? Am besten bei meinem Vornamen, Sebastian. Okay, Sebastian. Ja. Genau, das ist immer so die Frage, ne? Sorry dafür. Und der liebe Sebastian, ihr müsst ihm auf jeden Fall nachsehen, der hat jetzt keine Mühe und Not gescheut, um hierher zu kommen. Wind und Wetter getrotzt, ist durch alle Gewässer und Bäche Deutschlands geschwommen. Ja, tatsächlich, ja. Genau, um hierher zu kommen, denn sein Flug wurde gestern gecancelt. Das heißt, er hat dann jetzt einfach heute beschlossen zu sagen, ich fahre jetzt mit dem Auto von Paderborn war es. Ich bin von Paderborn aus dem schönen Ostwestfalen gekommen. Für die, die es interessiert, ist seit Sonntag Fußball-Bundesligist. Ja, das ist für eine Stadt wie Paderborn Schön. Schon super. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre heute, aber vielleicht können Leute dann damit der Stadt Paderborn vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Nee, das glaube ich sind die Pittsburgh Pirates. Okay, das hat mit Paderborn nichts zu tun. Auf gar keinen Fall. Nee. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist, dass du es trotzdem geschafft hast. Danke für die Einladung. Sorry. Alles kein Problem. Ne? Wir sind ja super froh, dass du es trotzdem geschafft hast und dass du vor allen Dingen gesagt hast, ich komme trotzdem. Ne? Das ist immer wieder schön. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Gerne. Genau, du kannst jetzt in Ruhe noch so ein bisschen einstellen. Ich mache nochmal kurz das Hallo und sag noch ein bisschen im Chat was. Wie gesagt, seht es ihm nach, wenn er heute ein bisschen platt wirken sollte. Das ist halt so, wenn man 7 Stunden hier runterfährt und wir kriegen es aber alles hin. Ne? Ja, alles sicher, ganz entspannt. Ja, und unsere Community ist ja auch super cool. Ich guck mal. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen mehr Nachsicht mit mir. Aber wir haben ja noch 2 weitere Tage. Genau. Wo ich mir auch noch ein paar unterschiedliche Sachen machen werde. Und das ist vielleicht für die Community ganz interessant zu sagen, okay, heute mal so eine Introduction und so sagen, okay, es lohnt sich vielleicht morgen auch nochmal reinzuschauen oder am Donnerstag. Dass wir heute nicht irgendwie komplett alles einmal abhandeln und sagen, oh, super, gut gelaufen, auf Wiedersehen, sondern wirklich sagen, vielleicht ein Teil auch mal ein bisschen aufbauen und ich ein paar Geschichten auch erzählen kann zu dem, wie ich arbeite und was ich tue. Sehr schön, genau. Ich guck mal gerade in den Chat und schau mal, da sind schon einige da, die ich würde das dann immer vorlesen, ne? Wenn Fragen kommen oder alles. Genau, und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Kommentare habt, kommt auf unseren Chat auf adobelive.com und schreibt uns einfach rein, was euch bewegt. Ansonsten, klar, ihr könnt natürlich auch auf dem YouTube-Channel eure Kommentare hinterlassen, da gucke ich auch ab und zu rein. Aber wenn ihr bei den ganzen Sachen mitmachen wollt, wie wir machen ja auch ganz viele Umfragen oder auch Sachen, die ihr mitentscheiden könnt über die 3 Tage hinweg, dann geht das nur auf adobelive.com, weil wir nämlich da die Möglichkeit haben, dann das Ganze einzublenden. Von daher, und natürlich die ganze Community ist auch tatsächlich da drüben, deswegen freuen wir uns natürlich immer. Und genau, ich schaue mal gerade rein, ich sehe schon hier ganz viele neue auch, Carsten, Mia ist da, Chiara, Ansi, Dirk. Schön, dass ihr da seid. Genau, unser lieber Klugscheißer Voldemort schreibt, das ist fantastisch, ja schön. Simon, Voldemort, wie schön. Ja, das ist so ein Insider bei uns. Okay. Genau, das war... eine unserer Gäste, die gesagt hat, bitte nicht meinen Namen nennen im Chat, weil sie nicht wollte, dass halt unbedingt irgendwie alles mitbekommen auf der Arbeit. Und genau, da haben wir irgendwann gesagt, die, dessen Name nicht genannt werden darf und dann halt die Überleitung zu Voldemort. Genau, Thomas ist auch da, Ecki, Christine, Ben und alle anderen, Sven Dölle auch natürlich da. Hallo Sven, moin. Genau, schön, dass ihr da seid, wie gesagt, herzlich willkommen und genau, dann jetzt geht es um das Thema Fotografie. Beziehungsweise alles drumherum. Du bist ja auch hauptsächlich in diesem Bereich Commercial-Fotografie, richtig? Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du machst. Ja, mache ich gerne. Genau. Ja, mein Name ist Sebastian Spasig. Ihr findet mich im Internet unter dem Kürzel @akkusepp, aber ein AKU, nicht wie der Kamera-Akku oder sowas. Die Geschichte ist recht lang zu erzählen, warum ich diesen Namen habe. Es interessiert immer wieder viele. Wahrscheinlich werden sich auch noch 20 Leute heute melden und fragen, warum Akku-Sepp? es gibt eigentlich gar keinen großen Grund. Sepp ist eine Abkürzung für Sebastian irgendwo. Mhm. Ich könnte jetzt mal auch sagen, hier gerade in Bayern, es ist doch eigentlich der Josef. Meine Freunde haben daraus halt einen Sepp gemacht und dieses AKU, das ist halt so ein Akronym? Ja, so eine Art. Auch, war auch so eine Art Insider-Geschichte zwischen ein paar Freunden und mir. Und ich hätte nie gedacht, dass es irgendjemand interessiert, wie ich mich auf Instagram, Twitter, Facebook oder whatever nenne. Und ich nicht so der Typ bin, der da jetzt hinschreibt, @SebastianSpasigFotografie oder Official Sebastian. Mhm. Ich habe den Namen einfach behalten. Aber ist doch schön, der macht.
Ja, The genau. Real, genau. Genau, The Real. Oder The Real Sebastian Spasik. Ja, ich bin Werbefotograf oder Commercial Photographer, wie man das heutzutage nennt. Okay, wahrscheinlich hat man es vor 10 Jahren auch schon genannt. Mache das inzwischen seit circa 10 Jahren auf dem... Ich mache das ein bisschen näher, damit man mich besser hört. Ja, klar. Also wenn ihr mich nicht hört, genau, einfach mal melden im Chat. Ich spreche mal weiter rein. Besser rein, lauter rein. Ja, wie bin ich dazu gekommen, das überhaupt zu machen? Also Fotografie war immer ein mega Hobby von mir. Und irgendwann habe ich dann angefangen, irgendwie mit Smartphones zu fotografieren. Also jetzt nicht mit richtig professionellen Kameras. Das waren alles einfach irgendwelche Kameras, die so ins Budget gepasst haben. Ich habe in einem Möbelunternehmen gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Habe hier und da mal ein paar kleine Jobs nebenbei fürs Fotografieren bekommen, aber nichts Weltbewegendes. Da reden wir jetzt nicht über viel Geld oder aufsehenerregende Projekte. Oh, kannst du hier mal was machen? Kannst du hier mal da was machen? Ja, ich glaube, da wurde ich sogar noch in D-Mark bezahlt. Na, übertrieben. Geil. Euros, glaube ich, gab es schon. Die deutsche Mark. Ja, genau. Und es gab dann so ein, zwei Zufälle in meinem Berufsleben, wo ich dann halt auf Seminaren war oder Schulungen von Lieferanten unseres Unternehmens zum Beispiel, die tolle Produkte gebaut haben und wo ich dann, sag ich mal, in der Pause des Unternehmens den Schulungsleiter gefragt habe, darf ich das mal fotografieren? Das ist tolles Design von diesem Stuhl, Chair, Table, Vase, whatever. Ja. Und viele haben mir da immer vertraut und ich habe die Sachen fotografiert und ja, dachte eigentlich, dass das keiner so interessiert und habe es einfach für mich gemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, hier mal so ein außergewöhnliches Möbelstück mal so zu bewegen, wenn ich das darf, dann mache ich das auch. Gut, ich habe dann mal so manche Relax-Sessel auf Gabelstapler draufgestellt und bin dann mit dem Gabelstapler übers Betriebsgelände gefahren. Ich habe auch einen Staplerschein, also ich durfte das sogar. Ach, krass. Ja, den habe ich auch schon seit Ewigkeiten, aus der Ausbildungszeit noch. Und habe den dann halt auf Gleise gestellt und dem auf einer Palette hochgefahren, fotografiert und irgendwann hat mich einer von diesen Seminarleitern gefragt, das sieht alles ganz schön spektakulär aus, was du da machst. Ne? Können wir die Bilder dann mal sehen? So, ja, wenn ich das dann mal alles irgendwie bearbeitet habe oder ich der Meinung bin, dass man die teilen darf oder kann, ja, dann stelle ich die euch doch gerne zur Verfügung. Ja, und, aber es war dann noch analog, meinst du? Ja, schon Beginne der, also der Anfang der Digitalfotografie. Ne? Also da brauchen wir noch reden von ganz kleinen Digitalkameras mit wenig Speicher und wenig Auflösung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein paar sind ganz gut angekommen. Ich konnte ein paar Bilder verkaufen. Und wenn du zum Beispiel in Belgien bist und der Einlieferant in Belgien ist, dann ist neben dem Tischlieferanten auch ein Stuhllieferant und neben dem Stuhllieferanten auch der Vasenlieferant. Und dann fragt der eine Lieferant, wo hast du diese tollen Bilder her? Ach, das war so ein Typ aus Paderborn, der mal hier auf einem Seminar war, aber der hat ganz schicke Fotos gemacht, die haben wir dann übernommen. Ja, cool. Dann haben wir das gleich genutzt. Und auf einmal habe ich irgendwie angefangen, Vasen und so ein Kram zu fotografieren. Parallel, das hieß aber noch lange nicht, dass ich von Fotografie leben konnte oder dass ich das gemacht habe, wo ich Bock habe, weil eigentlich komme ich so aus dieser Street-Photography-Szene. Ich habe wirklich gerne Cityscapes fotografiert, auch heute noch, tue ich natürlich heute noch gerne. U-Bahn-Station fand ich immer mega spannend. Ist auch so ein Trademark von mir, durch sämtliche U-Bahn-Stationen der Welt zu kriechen und da Bilder zu machen. Ja, und dann hat ja in den letzten 10 Jahren halt auch Social Media so ein bisschen Einzug gehalten. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen. Ich war so nie aktiv, so in Foto-Community oder irgendwie sowas. Ich war online also nicht aktiv und habe jetzt keine Webseite gehabt, wo ich Bilder gezeigt habe. Ich habe das einfach nur gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Hier und da mal ein paar Euros verdient, aber es war jetzt nicht der Weltbewegung. Also nebenbei einfach, das so fun. Genau, so wie es viele wahrscheinlich auch heute noch tun oder damals taten und heute tun werden. Nebenbei, das, was kommt, nimmt man gerne mit. Man kann sein Portfolio erweitern, man sammelt Erfahrungen, man lernt Techniken an Geräten, wenn man die neu hat. Und man muss halt rausgehen und fotografieren. Es hilft nichts, wenn ich eine Kamera da liegen habe und mache da nichts anderes. Und bin vorkomme zu einem totalen Fachidioten, wenn ich das Ding nicht benutze oder benutzen kann. Und das Learning by doing. Ne? Also ich habe mir nie irgendwie was angeeignet, sondern ich habe einfach gesagt, so, was passiert denn, wenn ich da drehe und wenn ich hier was mache. Ja, und dann kam halt Social Media und ich war so ein relativ früher Adopter von Instagram. Also ich glaube, es kam Ende 2011 raus und ich glaube, ich war doch sehr zeitnah da am Ball. Aber auch eigentlich nicht, um Bilder hochzuladen, sondern einfach mich inspirieren zu lassen. Ich habe mir dann halt irgendwie Fotografen gesucht auf diesem Netzwerk aus aller Welt und habe denen gefolgt und habe geguckt, was die so machen. Ja, und dann habe ich einmal aus New York gefolgt, einmal aus Chicago, einmal aus Rio, einmal aus Moskau, einmal aus Tokio, einmal aus Kapstadt. Und
Ich wollte eigentlich nur wissen, wie die fotografieren, was die so machen und wie es da eigentlich aussieht. Ne? Ja, was ja ein Style ist quasi. Was habt ihr für einen Style? Wie fotografiert ihr? Wie bearbeitet ihr Bilder überhaupt? Was für ein Look? Und wir reden von Ende 2011, also wir reden jetzt schon von rund knapp 8 Jahren, wie es her ist. Ja. Und habe dann gedacht, so, wie kann ich das jetzt hier im Ruhrgebiet umsetzen? Weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Dortmund gewohnt. Ich wohne auch erst wieder seit einem Jahr hier in der Heimat. Ich habe lange in Dortmund gelebt. Wie kann ich das jetzt hier umsetzen? Ne? Ich meine, ist klar, dass Dortmund jetzt nur 3 Hochhäuser hat und nicht wie New York City halt so eine Skyline hat. Und ist auch klar, dass ich in einer U-Bahn-Station in Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg oder wo auch immer, ich weiß gar nicht, ob Duisburg eine U-Bahn hat, sorry. Ist gut, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall sehen die denn dann auch so aus, wie man sich das jetzt, so wie man sie jetzt aus New York oder aus den USA kennt? Kann ich da überhaupt spannenden Content irgendwie machen für mich selber oder geile Fotos machen? Ich dann fährst du mal los, ne? Ja, und dann bin ich halt durch die Weltgeschichte gefahren, also heißt Weltgeschichte heißt Ruhrgebiet, und habe dann versucht, so Bilder, die ich wo gesehen habe, irgendwie in meinem Umfeld nicht zu kopieren oder nachzustellen, aber mich von dem, was ich gesehen habe, halt inspirieren zu lassen, zu sagen, wie kann ich das denn jetzt hier bei uns umsetzen? Die Bilder habe ich dann natürlich dann auch auf Instagram geshared. Und dann habe ich relativ schnell ziemlich viele Abonnenten gewonnen. Man kann natürlich Instagram jetzt davon halten, was man will, aber Instagram war halt 2011 oder 12 und 13 vielleicht anders, als es heute ist. Ja, auf jeden Fall. Und zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe, war es sehr, sehr künstlerlastig. Also ich habe größtenteils nur Fotografen da gefunden, auch wenige Unternehmen. Klar gibt es auch da immer Early Adopter, aber das war halt noch nicht so ausgeprägt, wie das jetzt heute ist. Und es war für mich eine reine Inspirationsquelle. Ja, und habe dann halt versucht, aber trotzdem, weil ich ja gesehen habe, wie es andere machen, auch jeden Tag da mal versucht, ein Bild hochzuladen. Ne? Qualität, Jacke wie Hose. Solange ich es geil fand, raus. Ne? Ich fand es super. Es spielte gar keine Rolle, wie viele Likes das Bild bekommt. Ich fand es geil. Das war für dich selbst. Das war für mich selbst, wie eigentlich Fotos meistens für einen sein sollten. Ja? Also für sich selber, ja. Optimal ist es natürlich, wenn der dich vielleicht bezahlt, ein Foto zu schießen, das genauso sieht wie du. Ja, das ist natürlich der Optimalfall. Ja, gut. Großes Following bekommen auf Instagram, weil ich halt auch wirklich regulär oft gepostet habe. Vorgeschlagener Nutzer bei Instagram. Ich weiß nicht, irgendein Blogpost wurde geschrieben. Hast du da eine Notification bekommen oder was? Also, weil du jetzt gemeint hast, vorgeschlagener Nutzer. Ja, ich habe da eine Notification bekommen, dass. Also in deinem Newsfeed quasi, in deiner Nähe, du bist jetzt vorgeschlagener. Ganz genau. Ach, krass. Und es war damals halt so, dass. Das will der Charme auch. Klar. Gib mir das alles rüber. Das willst du heute, glaube ich, nicht mehr haben. Also. Nein, aber ich finde es interessant, weil also die Mechanik zum Beispiel noch gar nicht vertraut ist. Ja, so früher, ich weiß nicht, wie die Mechanik heute ist. Auf jeden Fall war es zumindest damals so. Ich kann auch zusammenhängen, ich will auch nichts Falsches sagen, wieso Facebook oder Instagram oder wann hat Facebook Instagram gekauft und welcher Zeitraum war das gar nicht, kann ich gar nicht mehr so rekonstruieren, um ehrlich zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, auf einmal war ich dann halt irgendwie, wenn man die App runtergeladen hat, einer von den 5 oder 6 Accounts, die dir vorgeschlagen werden, denen man folgen sollte. Ach, ich bin mir nicht sicher, ob das zwingt, was mit Qualität zu tun hatte, sondern eher mit Beharrlichkeit, dass ich so am Tag 1 bis 2 Bilder hochgeladen habe für ein Jahr lang oder sowas. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Instagram selber auch, glaube ich, expandiert in europäischen Markt, in andere Märkte und hat vielleicht auch Nutzer für verschiedene Bereiche auch gesucht und gesagt, okay, Deutschland, wenn wir jetzt mehr Nutzer in Deutschland erreichen wollen, vielleicht macht es dann auch Sinn, nicht nur ein FC Bayern und Heidi Klum zu nehmen. Ja, wenn die vielleicht, also jetzt ohne zu wissen, ob die damals überhaupt schon so aktiv waren, ja. Und wo war ich auf einmal in dieser Rotation von Leuten, die dann auch vorgeschlagen worden sind. Mit vielen anderen Fotografen, also ich sag ganz ehrlich, wir waren so eine Gruppe von 7, 8 Fotografen, die damals dann halt schon aktiv waren und ja, wir wurden halt immer wieder mal vorgeschlagen, so in so einer Rotation oder in so einem Mix auch mit natürlich anderen. Ja, und dann ist natürlich auch allein dadurch halt der Account gewachsen. Klar. Kriegst Likes und dann treten die so eine Welle los, ja. Und dann musste ich auch immer darum kümmern, eine eigene Webseite zu bauen, weil du denkst, oh, es scheint ja da Leute tatsächlich zu interessieren. Dann gibt es auch die Ersten, die dann sagen. Die anstrengend. Ja. Es ist anstrengend, wenn du nebenbei halt einen ganz normalen Job hast, ne, und 5 Tage die Woche arbeitest. Und noch versuchst, jeden Tag irgendwie ein Bild zu machen irgendwie. Ich bin dann nach dem Feierabend mal losgefahren. Ich habe mir morgens überlegt, wo fahre ich denn abends hin zu fotografieren. Weil ich würde gerne was auf Instagram posten. Ja. Und wie gesagt, so bin ich dann halt da reingekommen und so wurde man auch aufmerksam auf mich. Also
Agenturen, Werbekunden wurden aufmerksam. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das, was ich gemacht habe, diese Leute beeinflusst hat, zu sagen, wir wollen mit dir arbeiten. Ich vermute schon, weil das Thema Influencen damals noch keins war, nicht in dem Maße. Also wir reden über so einen Zeitpunkt, wie gesagt, 2012 bis 2013. Da kann es erst neu auf. Relativ neu auf und da, aus meinem Erfahrungswert, war es da damals gerade mal so die Tourismusbranche, die erkannt hat, dass das für sie durchaus ein interessantes Tool sein kann, mit Leuten zu arbeiten, die eine gewisse Reichweite haben, die man halt an Orte einlädt oder denen die Möglichkeit gibt, dort Content zu machen. Auf jeden Fall. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ja, und dann ging es halt so los. Und dann habe ich halt fotografiert und habe dann schöne Jobs gekriegt, hier und da mal. Irgendwann kam der Punkt, wo man überlegen musste, ja gut, kann man davon leben oder nicht? Dann bin ich in der Firma von 5 auf 4 Tage runtergegangen, dann bin ich einen Tag mehr zum Fotografieren, hatte dann von 4 auf 3 Tage runtergegangen. Gott sei Dank ging das. Ja. So habe ich mir halt ein bisschen Zeit erkauft quasi, um mehr zu fotografieren zu können. Und dann kam halt irgendwann der Punkt zu sagen, ja, mache ich das jetzt hauptberuflich, Vollzeit oder fahre ich diese sichere Schiene? Fotos oder Controller im Möbel, Möbelhandel. Wann war der Moment gekommen, als du gesagt hast? Da kann ich dir sogar eine ganz, ich möchte nicht sagen, coole Geschichte erzählen. Also ich kann dir wohl sagen, der Moment kam, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe eine Anfrage gekriegt von einem Tourismusboard Australien. Da ging es, also, um genauer zu sein, Queensland, das ist die Gold Coast und Brisbane. Ja, die haben mich dann halt auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie für die was zu machen. Und sie würden mich dann halt auch nach Queensland bringen. Und ich habe gesagt, habt ihr euch mal anguckt, was ich mache? Also, davon mal ab. Jeder will nach Australien. Ich auch zu dem. Ich habe nur Australien gelesen. Ich bin dabei. Egal, was kommt, egal, was ich da machen soll, ich fahre dahin. Und die geben auch noch Geld. Um Gottes Willen. Ja. Ich habe aber trotzdem gesagt, habt ihr mal geguckt, was ich so mache. Das ist dann, Australien ist so Känguru, Palme, Gold Coast, Strand, Wasser, Sonnenuntergang. Alles versucht dich zu töten. Mega geil und bei mir ist alles so grau, matschig, müllig. Mehr so Backyard-Fotografie. Ich habe gesagt, ja, glaubst du denn, dass wir in Australien keine Städte haben, du Otto? Ich so, ja, gut. Also wir haben nicht nur Kängurus, wir haben tausende von Fotos von Kängurus, Millionen von Sonnenuntergängen. Vielleicht hast du einfach mal Bock, eine Städtereise zu machen, eine Gold Coast und machst Bilder. Ich habe dann gesagt, okay, mache ich. Muss das natürlich mit meinem Arbeitgeber abklären. Der Arbeitgeber hat gesagt, passt in den Zeitraum jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ich will das aber machen. Es gab halt keine Option. Für mich gab es halt zu dem Zeitpunkt nur die Option zu sagen, wenn ich das jetzt machen will, ist der Job weg. Ohne da den Arbeitgeber irgendwie in irgendeiner Form zu kritisieren. Der kalkuliert mit mir, es gibt Urlaubspläne, wie es halt so ist, wenn man in einem Unternehmen arbeitet. Ich habe mir genug extra Würste im Vorfeld schon mal rausgenommen. Und habe gesagt, dann kündige ich. Damit ich dann quasi in 14 Tagen nach Queensland fliegen kann. Ja, dann habe ich gekündigt. Ich bin nach Queensland geflogen. Ja, wenn ich die Entscheidung heute nochmal treffen müsste, 8 Jahre später, oder wenn nicht 8 Jahre, aber 7, 6 Jahre später, würde ich es nochmal machen natürlich. Klar, ich habe ja jetzt gut reden. Aber ich kann genauso gut Leute verstehen, die als Fotografen an so einer Schwelle stehen und sagen, soll ich das denn jetzt machen oder nicht? Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt zurückblicke, basierend auf das, was ich verdient habe und die Sicherheit, die ich durch einen langfristigen Arbeitsvertrag hatte, im Verhältnis zu dem, was habe ich eigentlich vorher durch Fotografie verdient? Ja. Und was wenn ich jetzt Freelancer werde, was kommt da noch alles auf mich zu, wie Krankenversicherung, Rentenversicherung, alles selber halten, Steuer, bla bla. Würde ich aber basierend auf den Zahlen, die ich damals hatte, es heute nicht zwingend machen. Aber ich war so von Fotografie besessen und von Möglichkeiten und habe gesagt, ich mach's einfach. Scheiß drauf. Ich versuch's es einfach mal. Ich mache es. Was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe keinen Buckel. Ich kann also arbeiten, wenn es sein muss. Wenn es nicht geht, arbeite ich richtig wieder. Ja. Hauptsache, ich kann Fotos machen. Und dann bin ich nach Queensland geflogen und Gott sei Dank hat sich das dann auch in den sehr naheliegenden, also in einem sehr engen Zeitraum auch eingestellt, dass ich viele Jobs bekommen habe und dann tatsächlich sagen kann, bis heute. Du kannst loslegen. Ich kann machen, tun.
Und Wahnsinn. Arbeiten als Fotograf, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, ein bisschen ausschweifend alles, aber... Nein, das ist super. Also ich meine, wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, wie gesagt, für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, der arme Sebastian hat jetzt Wind und Wetter getrotzt, um hier trotzdem noch irgendwie herzukommen, weil sein Flug gestern Abend gecancelt wurde und ist jetzt tatsächlich heute Morgen um 6, hast du gemeint, ne? Bist du losgefahren? Normal. Ich bin so 5:45, bin ich losgefahren. Und eben erst angekommen. Wirklich 5 Minuten vor hier angekommen. Also für eine Strecke, die ich 5 Stunden fahre, brauchte ich jetzt fast 7 aufgrund von Wetter, weil das Wetter war immer noch recht bescheiden. Ja. Gab ja mega Unwetter gestern Nacht. Ja, zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen. Also in Ostwestfalen gestern war wirklich Tornado-Gefahr gefühlt und Blitz und Donner. Und da hat sich flugzeugmäßig nichts bewegt. Und deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen müde. Aber kriegen. Genau. Habt das Nachsehen. Auf jeden Fall, wir werden heute auch noch ein bisschen was machen, aber alles ein bisschen entspannter und wir haben ja noch 2 Tage. Also auf jeden Fall morgen und übermorgen natürlich mit reinziehen. Auf jeden Fall. Dann werdet ihr natürlich die richtig coolen Sachen noch sehen, die der Sebastian natürlich macht. Also mal abgesehen von den coolen Stories, die du jetzt erzählst. Ne? Und Simon schreibt schon, hoffentlich hast du eine gute Reise aus Paderborn. Und ich habe schon ein paar coole Kommentare gesehen. Oh ja, erzähl mal. Genau, ich guck mal kurz. Oliver schreibt, Gruß aus Willebad Essen. Yo, kennst du? Olli, ja klar, hast du nicht so weit weg. Ja, gut, grüß super. Dich, hi. Schön, dass du dabei bist. Genau, Christian schreibt, lol, brillenlos ist immer noch ungewohnt. Weiß nicht, ob er dich meint oder mich. Hast du eine Brille normalerweise? Ich habe keine Brille, nee. Okay, dann meint er mich. Ich könnte wahrscheinlich eine gebrauchen inzwischen, aber nee. Ach, das geht schon. Das geht schon. Kann man ja auch, ne? Das ist ja ganz gut hier mit den neueren Kameras. Ist ja genau. Auch schon eine... Genau, man merkt gar nicht, dass man schlechte Augen hat. Ja, genau. Das kann man erst, wenn du dann... ich sag's jetzt nicht. Wenn du andere Leute anguckst, merkst du, wie schlechte Laune oder sie so verändert. Ja, Florian schreibt, willkommen in der ersten Bundesliga. Und Thomas schreibt, cooles Insta-Portal schon abonniert. Also auf jeden Fall. Vielen Dank, danke schön. Genau, die Leute freuen sich auf jeden Fall richtig. Und Susu schreibt richtig so, Leidenschaft geht immer vor Profit. Ja, absolut. Also wie gesagt, wir werden noch über viele technische Sachen sprechen in den nächsten 3 genau. Tagen. Keine Sorge, aber es ist natürlich viel, was ich erzählen kann, halt auch aus Erfahrung. Und genau. Profit war nicht die Entscheidung zu sagen, werde Fotograf. Konnte mir irgendwann ab einem gewissen Punkt halt einfach gar nicht mehr anderes vorstellen, als das zu machen. Und ich mochte meinen Job als Controller, auch wenn er sich relativ langweilig anhört, mochte ich wirklich gerne, weil ich mit tollen Kollegen gearbeitet habe und ein tolles Umfeld hatte und so. Das habe ich auch ungern hinterlassen, aber der Wunsch war dann so groß, das zu machen, dass ich dann gesagt habe, ah, fuck it. Ich habe jetzt eine Chance, wenn ich die jetzt nicht nutze, werde ich vielleicht nie wieder die Möglichkeit haben, was anderes zu machen. Wie man sieht, war es hier die richtige Entscheidung. Ja, ja. Also von daher. Ja. Genau. Moritz Adam Schmidt ist auch da. Moin, Chan, Sebastian Schreibt, den kennst du ja auch. Ja, ne? Ja, Mo und ich haben schon ein paar Dinger gedreht. Ach, sehr cool. Ja. Also ein paar Wasser getrunken, meine ich damit. Ich finde es auch wirklich cool. Der Moritz war ja auch so eine Zeit lang am Überlegen, wie er sich nennen soll. Ne? Also jetzt auch online und so, jetzt weil wir das Stichwort hatten mit dem Namen. Und da haben wir auch genau darüber diskutiert. Ich meine, hey, du hast doch einen coolen Namen, Moritz Adam Schmidt. Nenn dich doch so. Das kann sich jeder merken. Das ist super, geht super leicht von der Zunge. Und ich habe es letztens gesehen, hat sich auf jeden Fall so umbenannt. Finde ich also sehr cool, Moritz. Grüß dich, Moritz. Genau. Super. Moritz und ich waren zusammen auf der Adobe Max und haben uns da kennengelernt. Ach, super. Daher kennen wir uns dann und haben dann auch ein paar Sachen in Hamburg gemacht, auch mit euch zusammen bei Viva Con Aqua in Hamburg und so. Daher kenne ich Moritz. Mit Michael Fritz wahrscheinlich. Ganz genau. Und was? Super. Moritz, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, was Moritz Adam Schmidt so macht. Ist echt super geil. War übrigens auch bei uns schon hier bei Adobe Live zu Gast, also könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern und gucken. Ich glaube, das war sogar mein erster Streamtag, als ich hier mal wirklich das erste Mal gestreamt habe. Letztes Jahr im März, glaube ich. Müsst ihr mal gucken, ist auf jeden Fall noch live. Ignoriert einfach mich, aber guckt euch Moritz an. Der macht auf jeden Fall cooles. Er macht super geil. Ein toller Typ, toller Kerl. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, ich würde einfach sagen, damit wir auch mal ein bisschen was sehen von dir, switchen wir doch einfach mal auf deinen Laptop. Du hast ja schon was aufgemacht. Oh. Genau. Kein Stress, wenn du noch irgendwas öffnen musst. Ich kann auch gerne noch mal... Oh. Also ich habe jetzt mein Lightroom auf und habe dann... Ich muss ein bisschen, bevor wir vielleicht ins Lightroom gehen, würde ich ganz gerne einfach so ein paar Sachen vorher noch mal zeigen. Vielleicht würde ich dann über meine Webseite mal gehen. Einfach, geh schon mal kurz hoch, genau, da kannst du mal einstellen. Dass die Leute, die nicht wissen, was ich mache, einfach mal so ein Gefühl kriegen, was fotografiert denn der Otto? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es geht nicht um Name-Dropping oder was ich gemacht habe. Es geht nicht um gut oder schlecht oder sowas. Das bewerte ich beim Fotografieren sowieso nicht in gut oder schlecht. Tue ich bei Musik nicht und bei Kunst generell auch nicht. Ich tue mich immer gar nicht. Also ich gebe dir ein Beispiel.
Ich habe bei uns in der Region jetzt vor kurzem zu einer Ausstellung ein paar Fotos beigetragen. Da war ich auf der Eröffnungsvernissage und stand dann da auch, wie ich jetzt, genauso wie ich jetzt hier sitze, stand ich dann da. Und es ist immer spannend, was Leute aus den Bildern sehen, die du selber gemacht hast, was du gar nicht erkennst, ja? Sehen sie diesen Pfeil, der weggeht und die Person geht weg von diesem Schattenpfeil und ich sag so, boah, Hammer. Also ich mache mir meistens halt gar nicht so viele Gedanken darüber und ich bewerte das halt auch ungern. Also klar kann ich sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja, aber ich würde niemals so weit gehen zu sagen, das könntest du jetzt aber so machen oder das könntest du jetzt so machen oder wieso hast du das so retuschiert oder wieso hast du das so bearbeitet. Das mache ich nicht. Jeder hat den Grund, warum er es so macht. Das ist sein Grund, das ist seine Entscheidung, ist auch sein Foto. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, dass man da jedem wirklich diesen kreativen Freiraum lassen soll und ihn nicht irgendwie anhand von Fotos bewertet, wie er es gemacht hat oder wieso er überbelichtet, unterbelichtet, wieso er das so bearbeitet. Mache ich ungerne. Aber wie gesagt, um den Leuten mal zu zeigen, was ich einfach so an Bildern gemacht habe. Und ich glaube, die Webseite ist relativ repräsentant, zumindest für die Tonalität, die ich so mache. Können wir da einfach mal so ein bisschen reinschauen. Gerne, genau. Für diejenigen übrigens, genau, es geht ja um Fotografie. Wir haben das auch so ein bisschen leider irrtümlich so ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt. Das ist natürlich auch ganz viel mit Lightroom. Euer Lightroom ist inzwischen so gut, dass ich halt immer weniger Photoshop machen muss. Ne? Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Früher ging es nicht anders und heute freust du dich über jede Verbesserung halt und sagst so, ja geil, muss ich halt nicht mehr rübergehen. Ne? Genau. Ich meine, klar, den Schritt jetzt von Lightroom auf Photoshop, das ist ein simpler Schritt mit rechte Maustaste öffnen in Photoshop. Aber gut, nichtsdestotrotz, du kannst halt jetzt wirklich, wenn wir jetzt nicht in die richtige Retusche gehen und so, also kannst du schon, gerade ich jetzt ja aus der Street-Photography-Szene und aus einem authentischen visuellen Look kommt, der muss gar nicht mehr so viel in Photoshop machen, um ehrlich zu sein. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja wahrscheinlich auch ganz viel mit deiner Erfahrung über die Jahre, dass du halt auch weißt, hey, ich muss gar nicht mehr so viel nachbearbeiten. Ne? Ja, da sagst du was Schönes, Can. Das ist nämlich auch so, irgendwie am Anfang hat man so viel machen müssen, weil man einfach auch nicht diese technischen Skills hatte. Irgendwie, man hat einfach mal so drauf gedrückt und was ist ein Blende und Belichtungszeit und ISO und jo, Klick. Oh, sieht gut aus. Mega. Ja. Schmeißt auf den Rechner, denkst du, Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht? Was ist denn das da oben in der Ecke? Histogramm. Ja, keine Ahnung. Gradationskurve. Gradationskurve. Oh, okay. Tönung. Aha. Zumachen. Am besten zumachen, wo es scharf machen. Scharf, scharf, scharf. Sättigung. Auf Wiedersehen. Kontrast. Die drei Button brauche ich. Ja. Wie gesagt, schön, dass du es gesagt hast. Halt, das Lightroom ist, heißt ja auch Lightroom Photoshop, glaube ich, sogar inzwischen. Photoshop Lightroom. Photoshop Lightroom, ne, genau. Ist inzwischen meiner Meinung nach auf jeden Fall für das, was ich tue, schon wirklich richtig gut. Und deswegen muss ich eben ein bisschen weniger an Photoshop machen. Aber es kommt auch auf den Job an. Genau. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was auch in Photoshop sehen. Nur, dass ihr einfach wisst, es geht um Lightroom und Photoshop. Und ich meine, du bist halt der Artist, von daher so, wie du dich am wohlsten fühlst. Ne? Ja. Und wie gesagt, wir haben noch 3 Tage. Das wird mit Sicherheit nicht vergessen, wie ich damit arbeite. Und dann werden wir heute auch ein bisschen was von sehen. Genau. So, was mache ich eigentlich so? Genau. Wenn ich jetzt kommerziell arbeite, ist es meistens so, dass ich für die Kunden, also ich sag mal, die Zeiten haben sich auch da natürlich in den letzten Jahren verändert durch Social Media. Egal, was du tust, der Kunde oder der Klient, der möchte eigentlich immer das, was gerade entsteht, am besten schon jetzt sofort auch haben wollen. Ja, weil wir haben ja jetzt hier auch, was weiß ich, ein Event, eine Kampagne, wir haben Instagram Stories, Facebook Stories, können wir jetzt nicht schon ein bisschen Content haben. Wir haben doch jetzt hier den ganzen Tag fotografiert und alles möglich gemacht, können wir nicht heute Abend schon ein bisschen teasern und all so ein Kram. Das heißt also, dass du bei so einem Job inzwischen, also ich für meinen Teil, also bei mir ist es zumindest so, man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, das kommt noch dazu. Klar. So habe, dass ich halt vieles mit ziemlich heißer Nadel stricken soll, muss. Jetzt höre ich weiter, ich höre dir zu, ich muss nur ab und zu ein bisschen hier rüber gucken. Alles gut, alles gut. Ich muss ja alles im Blickfeld haben, damit alles super läuft. Sieht auch gut aus. Schön. Und dann ist es halt so, wie gesagt, dass ich vieles vor Ort mache. Also ich würde sagen, dass ich gefühlt 75% der Bilder vor Ort schon bearbeite, zu einem Grad, der fast schon 100%ig in Ordnung ist. Das heißt, mein Workflow ist Fotos machen, aufs Laptop bringen, Lightroom öffnen, Bilder bearbeiten, Kunden zeigen. Also jetzt mal wirklich ganz, ganz stumpf runtergebrochen. Wie ich was mache, kommen wir nochmal zu. Aber in dem Fall ist es halt so, ja super,
können wir das in irgendeiner Form verwenden. Kunde entscheidet, ob er das verwenden möchte, dann halt die Formate für die richtigen Social-Media-Kanäle anpassen. Das, was ich an den Tagen bei den Shootings tatsächlich shoote, bearbeite ich dann natürlich bei mir im Büro nochmal nach. Ja, und dann habe ich natürlich den großen Rechner, dann habe ich meine ganzen Utensilien sauber. Ich mache, um ehrlich zu sein, ganz, ganz viel an dem Laptop und habe da halt mir so einen Workflow erarbeitet, der relativ schnell ist auch. Ja? Also ich kann so ein Bild inzwischen innerhalb von 2 Minuten bearbeiten. Ja, das ist mega einfach, ja. Also für mich, aber das ist quasi Übung, ja. Und ich mache auch kein Hexenwerk daraus. Ich habe die Zeit auch meistens überhaupt nicht dazu, ja. Also, Ja, klar. Und dann sieht man jetzt hier mal so ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Also einfach nur deshalb, wollte ich mal vorausschicken von wegen, das, was mache ich eigentlich, wenn ich tatsächlich arbeite. Mhm. Ja, also natürlich gibt es auch Bilder, wo ich extrem viel arbeiten muss dran, wo auch Photoshop zum Einsatz natürlich kommen muss. Das geht gar nicht anders, weil wir dann halt auch über wirklich Commercial Photography sprechen. Aber das mache ich natürlich dann in meinem Büro. Das mache ich nicht on the fly im Hotelzimmer abends nochmal, weil der Kunde nochmal was sehen will. Das, was ich on the fly mache, ist Previews erstellen. Haben wir heute gut gearbeitet? Sind das die Resultate? Wenn wir sie nicht schon immediately sehen, natürlich, klar, beim Shooting. Abends nochmal ein Recap zu machen, zu sagen, okay, wie sieht was aus? Mit welchen Looks könnten wir zum Beispiel arbeiten? Und was kann ich davon tatsächlich jetzt noch benutzen, wenn wir jetzt hier schon so 3 bis 5 Tage zusammenarbeiten? Was können wir jetzt schon auf den Weg bringen? Und den Rest nehme ich dann natürlich mit ins Büro und arbeite da nochmal sauber dran. So. Jetzt kannst du mir nur einen Gefallen tun, kurz unseren Airdrop anmachen, falls du es noch nicht hast. Müsste aber eigentlich an. Ist an, ja. Weil ich nämlich noch gleich was zeigen wollte, nachdem du fertig bist mit der Website. Nee, also bis jetzt sehe ich nur den Rufus. Aber warte, oder hast ohne Bluetooth geht ja nicht, ne? Ich glaube schon, ja. Du brauchst du Bluetooth. Bluetooth. Jetzt müsstest du mich aber schon sehen. Noch nicht, aber erzähl ruhig weiter. Ich wollte nämlich nur gleich nochmal was mit euch teilen zum Thema Fotografie, aber genau, da dein Laptop ja angeschlossen ist, hätte ich jetzt gesagt, zeigen wir das schnell bei deinem. Rufus wird gefunden. Hast du auf jeder gestellt oder nur Kontakte? Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Kommt, ne, zeig nur Rufus. Rufus MacBook ist immer eingestellt. Ja, Rufus, dein MacBook ist immer da. Kannst auch einstellen. Mhm. Genau. Danke. Oh. Alles gut. Genau. Airdrop. Da. Mhm. Nö. Nee. Freunde. Wie ging das denn nochmal? Machen wir sofort. Moment. Ja, kein Stress. Machen wir später. Okay, mach genau. Ich. Erzähl du erstmal und ich guck so lange. Alles easy. Jetzt nochmal kurz den Faden wieder aufnehmen. Genau, du warst bei deiner Website und das ist das, was ich mache. Ich scroll jetzt einfach mal so hier so ein bisschen hoch und runter. Ihr könnt natürlich zu Hause selber mal drauf gucken. Und auch da ist es wieder so wie bei allen anderen Organisationen, ist natürlich das Wichtigste überhaupt, ja. Ihr werdet ganz viel Unorganisiertes jetzt in den nächsten 3 Tagen bei mir sehen. Unorganisiert aus dem Grund, weil das halt hier so ein Tool ist, da schmeiße ich immer alles drauf, mit dem arbeite ich. Ich habe natürlich Strukturen zu Hause in meinem Büro, wie ich Daten sichere, wie ich Daten aufbereite, welche Daten wichtig sind. Hier schmeiße ich immer erstmal alles rein, gucke, was habe ich, gucke schnell durch, mache ziemlich viel, das ist halt nicht so mega sauber, wie man sich das jetzt vermutet, weil das natürlich jetzt nicht mein Key-Arbeitstool ist, ja. Also bei meinem Office habe ich natürlich ein gutes Backup-System und archiviere ordentlich und weiß, wo, wann ich wie was finde. Also eine fixe Workstation. Ganz genau. Das ist etwas, was ich Fotografen eigentlich auch immer vorab sage. Macht euch ein richtig gutes System. Ja? Macht euch ein System, wie ihr Daten findet, wie ihr Daten sichert. Sonst sieht es nachher so aus, wie gleich, wenn ihr bei mir im Lightroom guckt, sortiert nach Datum, ja, gefühlt, wo ich dann halt bei 7000 Bildern durch die komplette Bibliothek scrolle, um Bilder zu finden. Wie gesagt, ist nicht mein Haupt-Workspace, deswegen ein bisschen anders. Das ist, gilt natürlich auch für Updates von Webseiten, ja. Man sollte seine Webseiten natürlich auch häufiger mal updaten, ja. Und man hat viele Projekte, man kommt halt meistens nicht dazu. Aber einfach mal machen, wenn man was Neues, Cooles hat, nicht immer nur auf Insta, Facebook und so posten, sondern auch seine Webseite an ein bisschen aktualisieren, weil ja, da gucken viel mehr Leute drauf, als man denkt. Ja, ich finde, Instagram ist zwar ganz cool, aber leider sollte man das nicht zu sehr auf Social-Media-Kanäle unterbrechen. Gerade im Commercial-Bereich ist es ja auch immer ganz schön, wenn man wirklich so eine Website hat und dann nochmal tiefer in die Materie reingeht. Ne? Weil Instagram ist ja auch wirklich sehr beschränkt auf Bilder. Ja, genau. Ne? Also textmäßig ist da halt nicht viel und auf deiner Website kannst du halt Sachen auch mehr beschreiben. Ne?
Erstmal, ja, gut, wenn es textlastig sein sollte, könnte man das natürlich so machen. Theoretisch, ja. Aber man kann zumindest halt irgendwie Bilder ein bisschen zeigen. So, und man sieht dann halt hier, dass ich halt schon viel Fußball gemacht habe in den letzten Jahren. Und was mir halt bei den Bildern immer wichtig ist, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um irgendwie so ein Stilmittel zu finden in meiner Bildbearbeitung, was ich geil finde. Mhm. Ja, und ich glaube, das Problem hat jeder, dass man Bilder bearbeitet und bearbeitet, und ich weiß, man kann nicht jedes Bild gleich bearbeiten. Ja, man hat eine andere Belichtung, Helligkeit, Tageslicht, whatever, Schatten, Kontraste. Man kann nicht alles immer über einen Filter laufen lassen und dann versuchen, irgendwie die Nummer zu retten. Trotzdem finde ich, ist es schon essential, dass man, wenn man halt commercial fotografiert, dass man irgendwie sich ein Alleinstellungsmerkmal sucht oder eine Tonalität oder einen Bildbearbeitungsstil, den man, ich will nicht so hochgehen und sagen, dass man das wiedererkennt. Das ist ein Annäherungsstil. Ne? Ja, genau. So ein bisschen. Man erkennt, okay, da sind Elemente und Strukturen genau, von dir drin. Die von mir dann drin sind, die für Commercial Photography im gewissen Bereich scheinbar im Jahr 2017, 18, 19, wo alles sehr, sehr urban wird und die Kommunikation auch in urbanen Umfeldern stattfindet. Wir haben diese ganzen Metropolen und die Leute ziehen mehr in Städte. Und dann ist ja klar, dass vielleicht ein Kopfhörer nicht zwingend auf einem Kilimanjaro fotografiert wird, sondern eher in einem Stadtbild oder ein Headphone beim Joggen oder in einem Fitnessstudio und nicht irgendwo auf einer grünen Wiese zwingt. Ja, also Werbung dreht sich immer mehr so ein bisschen auch um, ich sag mal, dieses urbane Gefühl. Und da gehören auch Farbtöne halt dazu, da Tonalitäten zu diesem urbanen Gefühl. Ne? Und Grau ist nun mal halt ein Ton, an dem wir in unseren Städten halt am meisten finden. Und da habe ich für mich irgendwann mal entdeckt, dass ich den gerne, ich will nicht sagen manipulieren nicht, aber dass ich gerne mit diesen Grau-Weiß-Tönen arbeite. Über die kann ich mich halt am besten definieren. Mhm. Und dann arbeite ich natürlich auch mit einer Gradationskurve und verändere so ein bisschen halt auch Kontrastwerte oder Tönung und Schwarz. Schwarzwerte und matte meine Schwarztöne so ein bisschen, weil ich die halt ein bisschen matter mag. Und habe dann irgendwann aus diesem ganzen Mix gemerkt, ey, jetzt machst du aber schon seit einem halben Jahr immer das Gleiche. Cool, scheinbar scheint dir das zu gefallen. Du machst jetzt immer das Gleiche. Du scheinst irgendwie so unterschwellig einen Stil entwickelt zu haben. Ja. Und dann kommen dann halt solche Bilder zustande. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen. Ich zeig dir das gleich, wenn ich es finde. Mhm. Man merkt ja auch, wenn man so durchscrollt, das ist halt alles so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, ne? Das ist so, das fühlt sich alles ähnlich an. Das fühlt sich alles ähnlich an. Das ist halt der Plan gewesen halt. Ne? Der Plan ist übertrieben. Es ist einfach so gekommen. Es ist so gekommen und es ist halt irgendwie so ein Style geworden. Ne? Und wenn man hier so sieht, was ich so mache, wie gesagt, es ist zwar so schon ein bisschen grob gefächert. Hier ist auch mal was ich in Kanada mal gemacht habe. Da ist halt auch so ein bisschen Landscape drin und in Island machst du halt auch Landscape, ist klar. Aber es ist schon mega schön. Es ist halt schon verstärkt, ist es dann halt urbanes Fotografieren, sowas wie diese Underground-Geschichten hier. Klar. Ja. Wie du auch schon gesagt hast, ne? Kein Bild ist ja gleich, es ist immer anderes Setting gegeben, du hast immer andere Verhältnisse. Aber man kann ja versuchen, das möglichst annähernd genau anzugleichen, genau. Dass du halt zumindest die Ausgangssituation in irgendeiner Form ähnlich zu dem, was du sonst hast, machen kannst. Würde ich auch jedem versuchen zu empfehlen. Also ich würde es einfach versuchen. Ob das jetzt klappt, keine Ahnung, dranbleiben. Ja. Einen eigenen Stil entwickeln. Nicht zwingend immer andere kopieren. Also nicht zu 100% kopieren, aber das Beste von den Sachen, die einem gut gefallen, einfach nehmen. Who cares? Ja. Ja, wenn du es halt geil findest, dass die Schwarztöne ein bisschen matter sind, dann dreh an der Kurve halt. Wenn du es geil findest, mehr Kontrast drin zu haben, dann machst du das ganz einfach. Wenn du so drauf bist, dass du wirklich quasi jeden Farbregler nochmal selber einstellen willst und jeden Farbton in der Luminanz verändern möchtest, die Tools bringen es dir ja mit. Klar. Wenn dir das Gelb zu knallig ist, dann mache ich es mir das Gelb, wie hier bei diesem Bild von der Rolltreppe, dann möchte ich das halt nicht so kräftig haben. Ja? Aber es ist aber auch wieder nicht im Auge des Betrachters und in dem, wie man wie schön man das findet. Wir haben so viele Möglichkeiten durch Lightroom und Photoshop, dass wir das Bild schon sehr, sehr manipulieren können. Wobei ich manipulieren immer halt so ein bisschen, ist ja so negativ behaftet, dieses Wort, möchte ich gar nicht sagen. Bearbeiten. Ja, wir tun es einfach bearbeiten, genau. Aufhübschen. Ich bearbeite es aber gar nicht in der absoluten Härte. Aber wir werden gleich an ein, zwei Fotos, die ich dann einfach mal bearbeite, beziehungsweise wo wir uns die Schritte angucken mal, was ich gemacht habe, wirst du vielleicht dann auch sehen, viele Schritte sind es tatsächlich nicht, aber das Ergebnis ist doch extrem unterschiedlich zum Ausgangsbild. Ja, gut, aber das ist ja auch bei dir, wie du auch gesagt hast, ne? Du bist auch schon so tief drin,
dass es bei dir halt auch zack, zack geht und du weißt halt, wie es so funktioniert. Genau. Ne? Okay, bevor du weitermachst, können wir es vielleicht nochmal kurz versuchen, wenn du auf die Suche gehst. Genau. Und einfach mal Airdrop. Ja, normalerweise soll. Also normalerweise müsste das jetzt schon funktionieren. Ja, so. Oder so, genau. Was hast du? Ah, genau. Oh Gott, nur für Kontakte. Da bist du schon. Wenn du es jetzt auf jeder stellst, dann kannst du. Alles klar, dann schicke ich das mal rüber. Weil nämlich, passend zum Thema Fotografie, genau, da haben wir dich doch. Haben wir nämlich in ein paar Wochen schon die große nächste Adobe-Nacht. Und ich habe gedacht, ich zeige das nur mal ganz kurz, wenn wir so viele Leute schon da haben. Da geht es natürlich auch rund um das Thema Fotografie. Müsste jetzt bei dir unter Download sein. Und schick's nochmal. Ich habe es irgendwo wahrscheinlich gerade in meinen Fotos gespeichert und da sind ganz viele. Kein Problem. Normalerweise öffnet sie das immer automatisch. Da. Akzeptieren. Da ist es. Zack. Naja, das ist in meinem Fotostream jetzt gerade geladen. Überhaupt kein Problem. Genau. Zeigen wir euch das mal kurz hier als Bild einfach. Kannst du mal ganz kurz auf Vollbild machen. Mhm. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Genau. Ist nämlich ganz schön. Und zwar, ich mache jetzt mal ganz kurz nochmal die ganzen Sachen auf, damit ich auch nichts Falsches sage. Denn, wie das ja immer ist, ne, da ganz viele Sachen, die passieren. Ah, genau. Am 13.06. könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken, das ist eine Woche vor unserem nächsten Adobe Live, das ist nämlich dann am 18. bis 20. Aber am 13.06. für alle Fotobegeisterten ist dann die große nächste Adobe-Nacht. Und um 19 Uhr geht es dann los, also falls ihr da Interesse habt und falls ihr nämlich das Thema Foto auch super findet, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall merken. Immer ganz schön anzusehen, immer auch ganz coole Gäste dabei. Von daher bin ich gespannt, ob euch das gefällt, aber könnt ihr auf jeden Fall euch ansehen. Und wie immer, ne, das ist dann auch eine ganz coole Atmosphäre, ganz entspannt abends. Ihr kriegt ein paar Tipps und Tricks mit. Da sind immer sehr, sehr coole Leute dabei. Letztens hat uns der Calvin Hollywood da einfach mal gekapert und ist einfach mal aufgetaucht als Überraschungsast, was sehr, sehr cool war. Ne? Also passiert auf jeden Fall immer was Lustiges. Guckt es euch an, genau. Macht euch einen Screenshot, schreibt es euch in den Kalender, was auch immer. Kommt bestimmt auch demnächst eine Benachrichtigung an euch. Aber dass ihr es schon mal als erstes gehört habt, 13.06. einfach merken. Ist die große nächste Adobe-Nacht. So, danke. Jetzt Werbung Ende. Weiter geht's mit Sebastian. Alles cool. Alles cool. Ich bin ja froh, dass mein AirDrop noch funktioniert. Ja, sehr gut. Ja. Ne? So, und dann gibt's halt zu vielen Bildern natürlich auch ganz, ganz viele Geschichten. Aber wie bin ich dann überhaupt dann dazu gekommen? Weil wenn man so sieht, was ich halt gemacht habe, und das ist eine Frage, die mir halt relativ häufig gestellt wird, wir sind halt immer noch nicht bei der Technik, sondern einfach nur so, Alter, wie kommst du da aus Paderborn über Instagram da nach Paris, so Paris Saint-Germain oder so. Mhm. Und dann gibt es da halt auch ganz wichtige, witzige Geschichten dazu. Wieso kommt man denn da dran? Es hat viel mit Glück und Zufall zu tun. Klar, sollte man vielleicht, wenn möglich, ein bisschen fotografieren können, weil sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, komm mal vorbei. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Paris Saint-Germain reden, dann. Und ich greife das Thema Fußball jetzt einfach nochmal ein bisschen auf, weil ich für viele dieser Fußballbilder halt auch, ich will nicht sagen bekannt bin, aber man weiß zumindest, was ich da getan habe. Man kennt dich in der Szene. Würde ich auch nicht unbedingt behaupten. Würdest du nicht? Nee, ich bin halt so ein Typ, der sich auch in der Szene überhaupt nicht darstellt oder irgendwo auftaucht. Also ich komme jetzt hier mal hin, weil ich euch ganz cool finde und wir schon so lange immer wieder ein bisschen was zusammen nicht machen. Von dir. Und so, für euch mache ich das immer ganz gerne. Aber sonst bin ich immer ganz froh, dass ich eigentlich nur so hinter der Bande stehe, mit der Kappe im Gesicht und irgendwie mich heimlich deine Fotos machen kann. Einfach meine Bilder mache und es dann raus, weil es bei den Bildern nicht immer um mich geht. Ne? Es geht ja gar nicht um mich, es geht um die Situation, um meinen Kunden, den ich habe. Mhm. Und dann fahre ich auch gerne wieder nach Hause und lege mich dann auch gerne mal wieder auf die Couch, wenn alles erledigt ist. Aber wie kommt man denn dann halt nach Paris Saint-Germain? Das sind Fragen, die höre ich relativ häufig. Mhm. Und das ist dann ganz simpel. Du bist dann, irgendwie habe ich mal was für einen Mobilfunkhersteller in Frankreich gemacht und da stand dann halt ein anderer Fotograf an der Ecke und hat eine Zigarette geraucht. Nicht rauchen übrigens. Was? Ich habe mich dann dazugestellt und habe mich mit dem ein bisschen unterhalten und dann ich so, ja, du bist jetzt hier auch, ich habe gesehen, du hast auch hier mitgearbeitet an dem Projekt und so, ja, und so. Ich so, was machst du denn sonst? Ja, ich bin eigentlich, fotografiere ich regelmäßig bei Paris Saint-Germain. Ich sage, ja, cool. Er so, wer bist du? Ich so, ja, so ein Dude aus Paderborn hat ja auch hier mal ein paar Fotos macht. Hier auch ein paar Fotos macht. Und er kannte mein Instagram, hatte mir schon gefolgt und da war natürlich das Eis für mich gebrochen. Er sagt, ich kenne dich von Instagram zu irgendeinem
Typ aus Paris, er kennt dich von Instagram. Das ist ja schon wieder, wo du denkst, das kann ja gar nicht sein. So klein ist die Welt. So, und ich habe dann gesagt, ja, pass mal auf, wenn du mal krank wirst oder sowas und Paris braucht einen Fotografen, ne? Scheiß mir nicht immer, ich komm vorbei. Ja. Ne? Aber wirklich nur Disney, ne? Ich habe mit Sportfotografie nichts am Hut gehabt. Keine Skills, was schneller auslösen, Geschwindigkeit, bla bla, keine Ahnung. Ja, und dann habe ich irgendwie so 6 Wochen später halt eine E-Mail gekriegt, ob ich denn dann Zeit hätte, um so ein Spiel von Paris und Chelsea zu fotografieren, Champions-League-Spiel. Ich dachte so, alter Schwede, ja klar habe ich Zeit. Ich wusste gar nicht, ob ich Zeit habe, aber ich habe einfach gesagt, klar, komme ich. Und das ist so wie bei vielen Sachen, die ich mache. Ich gehe einfach hin und mache es. Ich gehe an viele Sachen ran, auch wenn ich recht schlecht ausgestattet bin, wenn ich darin keine Erfahrung hatte. Hast du dich vorher nochmal irgendwie bei einem Fußballspieler so blicken lassen, irgendwo in der Nähe? Also du, ich bin Fußballfan und kann so ein Spiel, ich möchte, das heißt lesen. Ja? Also ich weiß dann halt, dass der Spieler spielt rechts, der Spieler spielt links, dann und es geht um den Spieler, dann weiß ich, wo ich stehen soll. Ja, und ich kann ungefähr einschätzen, wie so ein Spiel läuft. Aber rein technisch gesehen, mit was für Objektiven gehe ich denn da dran? Mit was für Verschlusszeiten arbeite ich? Was für Resultate will ich überhaupt haben? Ja, wie hell will ich es haben? Wie dunkel will ich es haben? Wie eingefroren will ich das haben? Was will der Kunde überhaupt? Ja, was wollen die denn überhaupt? Ich dachte, ich dachte mir, ach, fährst jetzt einfach mal hin. Schmeißt alles, was du so an Equipment hast, in den Rucksack dann da rein von oben. Klack, 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 der hier steht. Und dann fährst du mal nach Paris. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, man soll es nicht glauben. Und die haben dann gesagt, ja, mach doch das, was du immer machst. Und ich sage, seid ihr euch sicher, dass ich das mache, was ich immer mache? Ja, mach mal. Also wir finden den Look ganz cool und das ist mal was anderes. Das ist mal was anderes. Wir kommunizieren selten mit solchen Bildern, weil wir sonst halt sehr, sehr viel... mit solchen Bildern. Aber ich sage mal, mit so bearbeiteten Bildern. Wir kommunizieren sonst eigentlich immer mit starker Pressefotografie halt auch. Wir haben man muss dazu sagen, dass der Verein zu dem Zeitpunkt halt jeden Stein auch umgedreht hat. 2016, 2017, wo wir gesagt haben, wir sind ein europäischer Spitzenclub, wir greifen jetzt erstmal alles so an, ja, und dann war ich in den Katakomben und habe dann auch mal die Sicherheitskräfte fotografiert und Fans und Aktionen. Ich habe mich dann sehr auf den 16er konzentriert, weil ich mit 35mm fotografiert habe, und mit 16, 35 und 70, 200, um wenigstens so ein bisschen aus dem Strafraum rauszukommen. Also ich sah es jetzt nicht, wie man das so kennt, mit so einem 400er dahinter der Bande und habe die ganze Zeit durchgerasselt und habe die Bilder direkt schon irgendwo zu Getty rübergeschoben oder was weiß ich, wo man die kaufen kann. Nö, ich hatte meinen Creative Freedom. Ich konnte machen, was ich wollte. Klar musste ich halt in einer Halbzeitpause schon mal ein bisschen was schnell fertig machen, weil das ist ein Event, das ist ein Spiel, die sagen, wir wollen jetzt was rauszimmern, wir brauchen die Bilder nicht, ne? Also schon in der Kommunikation für die nächsten Tage, aber jetzt passiert das gerade. Also brauchen wir jetzt auch Content. Ja. Ja, und dann hast du halt dann, ne, einfach ganz viele Emotions drin gehabt und so. Das ist halt eine Freistoßsituation vor dem 1-0, was Ibrahimovic geschossen hat. Und wo Chelsea halt noch die Mauer stellt. So, und das sind ganz viele Bilder. Ja, das sind ganz viele Bilder entstanden, halt auch viele, die ich gar nicht zeigen kann, die auch dort hängen. Weil ich war jetzt nicht nur beim Spiel dabei, sondern halt auch in dem ganzen Vorbereitungs- Privaten. Ja, und das sind halt so Sachen, die man halt auch nicht teilt. Ja, klar. Also, um das Thema Fußball auch noch weiter zu strapazieren, ich weiß, dass es vielleicht für viele nicht zwingend das interessanteste Thema ist, wenn ich dazu sagen darf. Habe ich das dann halt gemacht und ich war nie ein Fußballfotograf. Ja, und dann habe ich in der Soccer-Bible stand dann drin, dass PSG die Fußballfotografie neu erfinden will und so ein Kram und haben die meine Bilder genommen. Und dann liest das auf einmal dann halt irgendjemand vom FC Barcelona. Sagt, ja, wir haben auch noch was hier zu tun demnächst. Aber kannst du mal kommen? Wir fanden das so ganz cool. Ich dachte so, alter Schwede, jetzt habe ich einmal irgendwie Fußballbilder gemacht und irgendwie habe ich das einfach so gemacht, als wenn ich jetzt alleine durch Dortmund laufen würde, alleine durch München, was ich morgen Abend übrigens mache. Morgen Abend wollte ich nämlich ein paar Fotos machen, die ich dann hier am Donnerstag hier bearbeiten werde. Weil München hat ja viele schöne U-Bahn-Stationen. Ja. Und wenn jemand Bock hat, mit mir morgen Abend mal hier in München fotografieren zu gehen, die zuschauen, einfach mir über Instagram schreiben. Dann können wir morgen Abend mal ein paar Bilder zusammen machen, die wir dann am Donnerstag dann halt auch hier dann direkt frisch, komplett frisch, einmal so, ja, so wie ich dann so dran gehe, mal richtig bearbeiten werden. Also ohne, dass ich sie immer vorgeteasert habe. Also jeder, der morgen Abend mal mitkommen will, schreibt mir bei Instagram. Sehr schön. Vielleicht bin ich auch dabei. Mal gucken. Ja, wenn du Bock hast, gerne. Ne? Wenn ich Zeit habe. Das ist nicht Bock, sondern das ist eher die Zeit. Ja, Bock. Ja, aber Bock und Zeit. Aber ich zu 99% hätte ich da schon Bock drauf. Und dann können wir auch mal so wirklich frische Bilder auch mal wirklich, ne, importieren. Und was haben wir denn jetzt mal gestern gemacht? Dann gucken wir uns mal so einen Workflow an. Ja.
Oh, scheiße, unterbelichtet. Oh, das ist schief. Kann ich solche Bilder noch retten, wenn ich so auf Symmetrien Acht gebe oder so, ne? Weil das zum Beispiel Faktoren sind, die für mich sehr wichtig sind. Kommen wir aber auch gleich noch zu. Ich habe nur gerade gesehen, weil du das angesprochen hast mit dem Thema, ne, ich habe jetzt einfach mal ja gesagt. Claudia hat ja eben geschrieben, fake it until you make it, ja, mein Lebensmotto. Und Wunderbar. Voldemort hat eben auch noch gesagt, what's in my, also Hashtag what's in my bag, alles, weil du Ja, das ja tja, eben also angesprochen hast. es ist tatsächlich so. Das hat sich natürlich jetzt über die Zeit ein bisschen geändert, ja. Aber wenn man zum ersten Mal zu sowas hinfährt und man fährt da dazu so mit voller Ehrfurcht dann dahin, du denkst so, oh, Champions League Fußballspiel, großer Fußballverein, die erwarten auch ein bisschen was, ja, und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst und wo du aufhören sollst. Und dann nimmst du am besten erstmal alles mit, ne, und guckst dir Klar. danach auch einfach alles mal an, ja. Gut, und ja, um diese Fußballgeschwindigkeit, das ein bisschen jetzt zu, ein bisschen zu beschleunigen halt, FC Barcelona gemacht, Sind wahnsinnige Stories, ja. Also, dann bei Barcelona irgendwie noch mit, zum Beispiel dieses, das habt ihr auch verwendet in dem Header, glaube ich. Ah, Sven ist auch schon da. Hi Sven, grüß dich. Das muss sein, da entstehen dann Jobs während Jobs. Ja, so wegen, ja, Sie sind jetzt hier, was machen Sie hier? Ich so, hier ist Event und so und hier mache ich ein paar Bilder halt so, ne? Ich habe jetzt nicht die ganze Mannschaft da fotografiert oder so. Es war halt ein Event von Barcelona mit vielen Gästen und Gewinnern von Gewinnspielen und die durften ein Spiel im Nou Camp spielen und es gab natürlich auch ein paar andere Leute da. Lange Rede, kurzer Sinn, dann ist dann halt auch ein Nike-Athlet da gewesen, die Indi Cowie, die ist einer der bekanntesten amerikanischen Fußballspielerinnen und die ist halt total gut in diesem Tricksen mit dem Ball, dieses Dribbeln und Ball hochhalten, was die alles kann, kann man sich mal angucken, was das ist unglaublich. Auch Instagram @IndiCowie, die hält den Ball hoch, das glaubst du überhaupt nicht, was Krass. die macht. Ja, und da entstehen Jobs in Jobs, so von wegen, ja, so, wir könnten natürlich auch noch ein paar gute Bilder von ihr gebrauchen. Die ist ja gerade hier und so, weil sie auch eingeladen war zu diesem Event und so. Und ich so, was soll ich denn mit der machen? Keine Ahnung, ne? Also ich bin jetzt, habe eigentlich hier was zu tun, ne? Ja, du machst das schon. Kriegst du schon hin, Okay, ne? Also die der hat morgen, ab Klassiker. morgen hat die dann Zeit. Also wenn du Bock hast, machen wir, haben wir kurz drüber gesprochen, wie wir das regeln wollen. Ja, und dann sind wir, das war in Barcelona, sind wir halt morgens, haben uns ins Auto gesetzt um 6 Uhr und sind dann halt an so einen relativ hohen Punkt der Stadt gefahren und haben dann halt dieses Bild zum Beispiel gemacht, ja. Also ein recht hoher Punkt der Stadt, über der Stadt Barcelona, und sie hat dann gedribbelt und man sieht dann halt auch, wie sie über der Stadt halt fliegt und so. Das ist auch Genau. das übrigens, was ihr dann am Anfang im Hintergrund gesehen habt, Ja, genau, ne? deswegen greife ich das Thema einmal auf, weil das auch so ein Visual, so ein Key Visual bei mir ist, was viele Leute ganz cool finden, so. Und man sieht auch hier, klar, es ist eine subtile, leichte Bearbeitung eigentlich. Viel ist da gar nicht passiert. Und dann haben wir natürlich auch noch hier Copa del Rey, das ist der spanische Fußballpokal, den sie mir dann in die Hand gedrückt haben. Ich so, seid ihr euch sicher, dass ihr mir diesen Pokal geben wollt? Ja, hier, mach Fotos. Es ist also nie immer so, man denkt immer, boah, es ist ja alles aufwendig und kompliziert. Ja, ist es nicht, ist es nicht. Die geben dir den Oftmals, alten Cup ne? und sagen, du hast jetzt hier eine halbe Stunde den Pokal, die ist das Mädel, mitten im Stadion, was willst du machen? Ich sage, was soll ich machen? Ja? Und dann entsteht halt so ein Bild und sagst, ja, Tribüne, immer Ne? ganz cooles Feature. Ist auch ganz cool. Es hat so ein bisschen, ne, diese Atmosphäre in der Tiefe Ganz und genau, geht, genau. das hat auch so ein bisschen Kino-Feeling, muss man sagen, ne? Ja, okay, es ist ein bisschen cineastischer, dieses Bild, auch weil Ja. ich hier auch ein bisschen mehr mit so einer Vignette auch gearbeitet habe, was ich normalerweise gar nicht so viel mache, weil ich finde dieses Überstrapazieren von Vignetten in Lightroom finde ich immer kritisch. Ich mag das nicht so. Viele mögen das natürlich, weil es eine gewisse Atmosphäre auch schafft. Und es ist natürlich in gewissen Key-Momenten auch nicht. Aber in dem Fall hast du ja, ich sag mal, eine Vignette im Sinne von oben halt nur, Ja, ne? richtig. Also, Also. wie gesagt, aber wir kommen dann auch dazu, wenn wir in den Bildern arbeiten. Ja. Übrigens hier auch ganz richtig geschrieben von der Community, ne? Dann Gerne. zum Thema U-Bahn und Tram und Bus und Co. in München. Wir hatten das nämlich schon mal das Thema. Echt? Ja, weil man tatsächlich eine Genehmigung braucht von der MVG. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, aber Danke, danke Leute, dass ihr mir genau. da Bescheid gebt. Nicht, dass nämlich da morgen noch Nee, abfrühen und ich den letzten Tag auch dann machen wir den nächsten Stream im Knast. aus dem Knast Aus der heraus, genau, Zelle. aus der Ausnüchterungszelle. Ja, danke für den Hinweis, Nee, klar. also, aber können wir uns ja nochmal angucken später. Ich glaube, das ist halt die Frage, ne? Weil im Endeffekt, du willst es ja nicht kommerziell nutzen. Nö, also das ist Wäre auch ja nicht, privat das für ist dich. total privat für mich, ne? Weil das ist ja auch etwas, was ich gerne fotografiere. Das ist, und München, glaube ich, bietet Genau. da ganz schicke Sachen. Da muss man halt natürlich einfach nur schauen. Aber ja, können wir uns auf jeden Fall mal angucken, wie wir das machen.
Genau, aber nur, dass gibt's sonst noch Fragen zwischendurch oder irgendwas? Was genau, also bisher, es kamen immer ein paar kleine Kommentare. Ich wollte dich jetzt nicht in deinem Redefluss unterbrechen, das ist echt sehr interessant. Ich glaube, ihr habt das auch sehr, sehr genossen bisher. Genau, Ramon schreibt coole Einstellung, Sebastian. Und danke, Ramon. Voldemort sagt private Dia-Vorführung, ja. Das wäre natürlich schön. Genau, also ich schau mal kurz da durch. Ich glaube, es war eine Frage, war irgendwo zwischen. Wenn ihr natürlich Fragen habt, jederzeit in den Chat. Ne? Ja, also genau. Sobald ich eine aufpoppen sehe und jetzt nicht die überlese, dann hau ich die natürlich hier rüber. Kommt bestimmt gleich wieder. Genau, aber auf jeden Fall tolle Stories bisher. Ne? Ja, man hat auch viel erlebt. Auf jeden Fall. Man erlebt dann halt auch relativ viel, das stimmt schon. Das finde ich zum Beispiel ganz cool, das eins davor auch. Das ist so ein richtig schönes Bild, weil es auch viel Atmosphäre hat. Ne? Das ist alles sehr von der Farbe her halt sehr gleich gehalten. Ja, also du hast schon recht, du hast recht. Man muss natürlich dann dazu sagen, dass ich zum Beispiel an die Haut recht wenig dran gehe bei solchen Sachen. Ja? Also wenn ich der Meinung bin, dass ich das jetzt aus der Kamera heraus eigentlich ganz gut unterbelichtet habe, dass ich meine Details zurückbekomme, wenn ich ein bisschen dran tease, ist es okay. Aber hier geht es darum, dass die Bilder halt, ich kann halt nicht so einen Look generell außenrum generieren, der authentisch und ein bisschen crispy aussieht oder ein bisschen cineastisch aussieht und dann anfangen, das alles aufzuhübschen und aufzuglätten. Ne? Das ist dann aber das ist dann auch meine Meinung. Ne? Also wichtig ist dann unter dem Strich natürlich, dass der Kunde damit einverstanden ist und wenn er das irgendwie nicht cool findet, wird er dir schon sagen, was er in dem Fall nicht gut findet. Dann wird es natürlich nicht verwendet oder du musst da halt dran nochmal arbeiten. Ja? Ja. Ganz klassische Frage von Simon gerade. Hi Simon, deine Kamera. In welcher schießt du am liebsten und vielleicht auch so generell so dein Equipment, Objektiv, dass wir die Frage mal abgeklopft haben. Ja, gerne. Gut, es kommt natürlich auf den Einsatz an, aber zum Sport nehme ich eine Canon 1DX Mark II. Wenn ich so unterwegs bin, ist es inzwischen eine Mark IV, also 5D Mark IV. Als zweiter habe ich immer noch eine Mark III immer noch dabei, eine 5D Mark III, weil ich mit der habe ich auf dem Pferd habe ich das Reiten gelernt, sagt man das so schön. Bin da also relativ sicher. Objektive, so Key ist eigentlich 16-35 für mich. Sonst Festbrennweiten natürlich wegen der offenen Blende, also 24 mm und 35 mm Festbrennweiten. Ja. Also, aber es ist eher so also wirklich im niedrigen Millimeterbereich, ne? Krass. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mach so ein bisschen nebenbei. Ich habe einen Alpha 7R 3. Ach cool. Sehr schöne Kamera, ja. Mit einem Zeiss-Objektiv, das 55er müsste es sein, also Festbrennweite. Bin aber auch schon überlegen, das 35er ist halt auch eher so ein bisschen Allrounder. Ne? Also das 55er ist ja halt schon sehr Porträt. Genau, ne? Das ist schon sehr porträtlastig. Ja. Aber okay, gut. Kommt drauf an, was du machen willst. Ja. Ne? Klar, bist du mit 35 mm immer safe. Ne? Also da kannst du sowohl als auch. Ne, aber wie gesagt, wenn ich dann zum Sport gehe, da ist es dann tatsächlich so, dass mit zwei Kameras da sein muss bei solchen Sport-Events, dann hast du halt, habe ich die 1DX mit 70-200 meistens drauf und dann halt für die Nahaufnahmen, wenn halt was im Strafraum passiert oder es gilt ja jetzt nicht nur für Sport, also für Fußball, es geht ja generell für schnelle Aufnahmen. Ja, klar. Generell. Oder auch wenn ich nicht so nah an das Objektiv rankomme, also nicht an das Objekt rankomme, da muss ich natürlich mit dem größten Objektiv arbeiten und schnell auslösen und eine Reihenaufnahme machen. Und umso näher die kommen, brauche ich kann ich halt nicht das Objektiv wechseln, sondern brauche halt die zweite Kamera und gehe dann mit 35 nochmal dran. Ne? Oder 16-35. Das kann sein, ja. Um ich denke, das wäre ganz lustig vor, dann hast du da zwei Kameras. Was du da alles siehst teilweise an solchen Events, wie die da vollgepackt sind, die Leute. Das ist schon ziemlich krass. Glaube ich. Das ist schon ziemlich krass, ja. So, dann. Genau. Erzähl weiter. Ja, und dann hier halt, weil wir gerade über, was die Leute da so für Kram haben. Ich habe da mal für Adidas Spanien gegen Argentinien in Madrid fotografiert. Da sind auch Bilder dabei gewesen, die in der spanischen Presse waren, wie hier Sergio Ramos küsst den Schuh von Isco, weil Isco 3 Tore geschossen hat. Ach, krass. Also ein Kram. Da stehst du hinterm Tor. Also, wenn du jetzt in der Bundesliga oder ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft fotografierst hier in Deutschland, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Da solltest du schon dich an alle Regularien halten, die dir auferlegt werden. Ja, da stehen, da sitzen, da machen, da. Da stehst du hinterm Tor. Erstmal kannst du die ganze Zeit um Platz gehen. Ja. Oder stehst du hinterm Tor und dann steht dann der Kameramann des spanischen Fernsehens, steht dann da, ne? Und der guckt dich dann an und du guckst den so an und dann packt er in seine Tasche und bietet dir eine Zigarette an. Dann guckst du ihm ins Gesicht und siehst, dass er am Rauchen ist. Ne? Im Innenraum, hinter dem Tor. Auf seinem, ich will hier keinen zum Rauchen annehmen, die Sache nur,
andere Länder, andere Sitten halt. Und du denkst so, das gibt's doch überhaupt nicht. Also bei uns ist in jeder Sportstätte Rauchen verboten und hier rauchen die Kameraleute während des Spiels. Ne? Also da stand, als ich das Bootfoto gemacht habe, stand der daneben, genau neben mir, der Kameramann und vom schweizerischen Fernsehen und seine Kippe die ganze Zeit mit dem Qualm in meine Kamera, in mein Objektiv. Ne? Also auch da ganz witzige Geschichte. Geil. Und da sind halt auch viele, viele Aktionsgeschichten passiert. Bis dann halt zur Meisterfeier der Bayern, die ich dann fotografiert habe im letzten Jahr. Und da haben wir dann auch mehr versucht, andere Aufnahmen zu machen. Natürlich so klassische Aufnahmen wie diesen hier. Aber es ist dann halt trotzdem schon ganz spannend, wenn die meisten tatsächlich dann auch noch in deine Kamera gucken, weil die wissen, dass du da rumläufst. Also das ist dann schon ganz witzig. Also schwierig, ne? Was machst du, wenn da so 10 Leute von der Kamera, mit der Kamera stehen? Wo guckst du rein? Genau. Aber das ist dann halt ganz witzig. Dieses Jahr war ich nicht da, dieses Jahr war ich in Mönchengladbach, weil ja der BVB hätte deutscher Meister werden können am letzten Spieltag. Können. Ist er nicht. Ist er nicht, Rufus? und ich bin halt Gladbach-Fan. Also ich bin nicht mal SC Paderborn-Fan. Also wenn ich, habe ich gesagt, okay, ich fahre dann halt eher nach Gladbach. Vielleicht habe ich ja die Chance, auch da Bilder zu machen. Und dann dachte ich mir, mache ich das mal. So viel jetzt zum Sport. Genug erzählt vom Sport. Tim hat eben geschrieben, ja, bei der Rauchgeschichte kann der D-Haze leider Gold wert sein. Könnte. Also ich hatte, als ich noch viel geraucht habe, hatte ich tatsächlich generell immer so einen leichten grauen Schleier vor meinen Bildern. Und man könnte immer meinen, das wäre alles gewollt gewesen, wo ich immer dachte, so, Alter, was ist mit dir los? Was war denn das jetzt? Ich habe da überhaupt nicht so weit gedacht, dass ich irgendwie die Zigarette in der Hand hatte dabei oder so. Das mache ich natürlich jetzt seit Jahren nicht mehr. Nichtsdestotrotz, er hat natürlich völlig recht. Das ist kann ein ganz cooler Effekt sein. Ja. So, und sonst. Ja, vielleicht können wir uns ja mal eins oder zwei ansehen. Wie du, das finde ich nämlich auch ganz interessant. Klar, also vor allem sehr spannend, ne? Also ihr habt es ja eben gehört, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben, Sebastian plant auch einfach mal ein bisschen durch München zu touren. Morgen Abend hast du gemeint, ne? Ja, morgen Abend, heute Abend. Nee, heute brauchst du erstmal ein bisschen. Brauche ich ein bisschen Ruhe, aber morgen Abend. Zur Ruhe kommen. Morgen Abend würde ich das zumindest ganz gerne mal machen. Ich finde, das hat auch wirklich dann, das passt ganz gut, das, was man halt mal abends, weil das ist wirklich Workflow. Die Leute, die da Bock drauf haben, können gerne mitkommen und sehen, wie ich das mache. Ja. Das ist super. Und dann kann man hier quasi auch sehen, wie ich die Glocken auf den Rechner ziehe. Also von der Pike auch vom ersten bis zum letzten Schritt dabei sein, wie ich so ein Bild dann halt auch bearbeite. Ne? Also das habe ich mir eigentlich schon vorgenommen. Möchte ich auch machen. Und wenn die U-Bahn-Station nicht funktionieren, gibt es in München hier noch ein paar andere Sachen, die man dann gut fotografieren kann. Insofern. Finde ich spannend. Ja. Da wäre ich definitiv dabei. Können wir dann uns ja morgen nochmal ansehen, wie, wann, wo im Detail besprechen, ne? Wann es am besten passt. Ja, genau. Genau. Aber für diejenigen, die aus München kommen, merkt's euch. Und ich schau mal, also je nachdem, wann du los willst, dann würde ich mich da auf jeden Fall anschließen, weil, ne? Wann kommt man denn schon dazu, mit einem der Großen hier rumzulaufen? Bitte nicht. Klar. Hör mal auf. Es geht ja darum, was zu lernen, du. Ja, das könnte glatt sein. Es geht darum, was könnte glatt passieren. Ich habe schon etliche Anfragen. Hätte Bock morgen, hätte Bock morgen, gerne morgen. So geht das doch. Sehr cool. Ich werde heute Nachmittag oder am späten Nachmittag auch euch allen antworten. Und natürlich, wenn du noch mitkommen willst, dann. Gerne. Ja, dann schmieden wir mal einen Plan für morgen Abend oder späten Nachmittag. Sollen ja auch irgendwie, muss ja für alle irgendwo ein bisschen passen zeitlich. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Sehr schön. So, wenn ich Lightroom aufmache, seht ihr hier ein Chaos an Bildern. 6676 Bilder. Ja, geschuldet diesem System, dass ich hier immer alles reinpfeffere und reinbrate, weil ich muss on the fly arbeiten können, ja? Ja. Wie gesagt, deswegen habe ich eingangs mal gesagt, ich habe natürlich Ordnerstrukturen in meinem Workspace, die sind wirklich echt professionell und wirklich gut, ja, sonst würde ich natürlich bei den Zehntausenden von Fotos überhaupt nicht mehr zurechtkommen, aber das ist einfach, und wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, wie authentisch ist denn sowas? Ja, ich will mich nicht hier hinsetzen und erzählen, was man machen kann, sondern erzählen, wie ich das mache. Ja, und da gehört halt dazu, dass ich, wenn ich viel on the fly arbeite, alles draufschiebe, sichte, lösche, markiere, bewerte, filtere, was kann ich gebrauchen, was nicht. Und dann kommt das halt auch mal zustande, dass du denkst, das will ich erstmal behalten. Ja? Ich lösche es jetzt nicht hier. Ja, vielleicht brauche ich es nochmal morgen oder sowas. Ne? Und wir nehmen jetzt mal hier so ein Bild von so einer U-Bahn-Station. Das ist in London. Und das ist unterm Strich, das habe ich mal für, du siehst, hier ist es der Square. Das habe ich mal für Instagram hier bearbeitet auf dem
für jemanden. Deswegen haben wir hier noch ein Quadrat. Mhm. Da war das einzige Format noch Quadrat. Da gab es noch nicht dieses 4x5 Bild. Deswegen musste das hier im Quadrat noch sein. So, und einfach mal so, wenn ihr jetzt mal seht, vorher, nachher. Das links halt original und rechts, nachdem ich fertig bin. Auch im Original sieht das schon, ja. Das sieht schon im Original schön. Relativ cool aus. Hast du viel mit Clarity gearbeitet, kann das sein? Ja, genau. Das gehört auch, das sehen wir gleich im Workflow auch, dass ich da unglaublich, ich generell viel mit Clarity arbeite. Aber ich reduziere das je nachdem natürlich. Ne? Und wie gesagt, viele Sachen werde ich jetzt wiederholen, weil ich es auch schon ein paar Mal gesagt habe. Man darf nicht immer alles mega auf die Goldwaage legen, sondern einfach sagen, einfach ausprobieren, machen. Es geht darum, dass es am Ende geil ist. Dass man es geil findet, gut findet, es gut aussieht, ja? Und das ist für mich essential. Ja? Der Weg dahin ist das eine, aber wenn ich am Ende zufrieden bin und sage, ja, das ist das, was ich achieven so will, dann soll es sein. So soll es sein. Das ist keine Frage, ob ich jetzt mehr Sättigung oder nicht drin gehabt habe. Spielt gar keine Rolle. Andy hat geschrieben, das müssen wir uns mal erklären, lieber Andy. Aloha Akusep, wenn du mal krank bist, kannst du mich gerne anrufen, freue mich. Wenn du mal krank bist, okay? Welcher Andy denn? Andy S., keine Ahnung. Andy Sillaba steht hier auf YouTube. I don't know. Kann er bestimmt gleich mal in den Chat schreiben, was er damit meint. Vielleicht ist er ein Arzt oder sowas. Doch. Ja, oder du schreibst mir auch mir einfach über Instagram oder so eine Nachricht. Wenn wir uns kennen, dann seh es mir nach, dass ich es jetzt gerade nicht so auf der Kette habe. Olli schreibt, 16 bis 35 ist momentan auch mein Lieblings-OTT. Ja, top, Olli. Super, ne? Und Claudia hat gesagt, macht ihr einen Instagram-Livestream, das wäre Hammer für morgen Abend. Ja, das wäre natürlich ein geiles Feature. Könnten wir uns echt überlegen. Also wenn wir da wirklich mit der Community so ein bisschen Fotos machen können morgen Abend und jemand von euch dabei sein kann. Klar. Coole Sache. Weil so ein Bild, wenn man das jetzt hier so sieht, ich mache nochmal das vorher, nachher, und ihr seht da unten, ich habe ja ein paar von diesen Bildern gemacht, aus dieser Location, dieses paar andere Formate halt auch, ne, so wie hier. Da fängt ja jetzt ein gutes Foto schon mit dem eigentlichen Bild an, ne? Also, nehmen wir jetzt mal das hier, ich nehme mal eins von den unbearbeiteten. Also hier geht es ja da schon, wie zentriert bin ich eigentlich, ja, wie symmetrisch stehe ich. Ich weiß, dass ich viele Features verändern kann und gerade ziehen kann und verändern kann, aber ich freue mich natürlich immer schon mal, wenn ich schon mal wirklich symmetrisch stehe. Das macht schon eine Menge Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Perspektive ist halt immer mit entscheidend und trotz allen Tools, die ich zur Verfügung habe, ist es immer ganz cool, wenn man out of the box schon mal ein ganz cooles Bild hat. So, jetzt kommen wir zu diesem, wie fange ich jetzt mit so einem Bild an? Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Filter. Und ich habe, glaube ich, gefühlt in meinem Leben jeden Visco-Filter ausprobiert, den es gibt. Jedes Paket gekauft und noch, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr inzwischen. Was meinst du? Diese Visco-Filter VSC. Ja, die haben es, glaube ich, jetzt umgewandelt. Nur noch auf Mobile, so, ne? Ich ja, die haben es halt umgewandelt in so ein Subscription-Modell. Ne? Okay. Geblashen muss, ja. Aber es gibt ja Lightroom, ne? Ja, mit Lightroom geht das natürlich auch alles, ne? Aber klar, ja. Ich habe natürlich immer begonnen zu sagen, ich fange mit irgendeinem Filter an und entwickle mich vom Filter weg. Das ist auch wieder so eine Glaubensfrage. Du kannst ja, es gibt ja genug, die sagen, erst bearbeiten und dann Filter drauf, ja? Ich mache es genau andersrum. Ich sage auch jetzt Filter, dass ich den Bildlook habe. Gucken, in welche Richtung will ich eigentlich? Weil durch den Filter ist ja nichts passiert. Ja, klar. Es verändern sich da halt ein paar Regler, aber ich packe quasi jeden Regler ja sowieso nochmal. Kommt auch ein bisschen drauf an, ne? Ob du jetzt, also du verwendest tatsächlich Presets quasi und keine Profile. Ja. Presets, die ich mir über die Jahre allerdings selber angeeignet habe. Ne? Also das heißt, ich habe mich schon, deswegen sage ich, wie habe ich angefangen? Hm. Ne? Wie kriege ich, du probierst es ja aus. Du weißt, du hast noch nicht die Skills, dass du das in Photoshop und Lightroom so selber nachstellen kannst. Also gehst du dann drauf und sagst, okay, ich besorge mir irgendwelche Filtervarianten zum Beispiel. Ja. Ja? Und mach dann da mal einen drauf. Aber dann von da entwickle ich mich dann so in das, was mir gefällt. Ja, und es gibt halt keinen Filter, den ich jetzt sage, den nehme ich immer. Obwohl man immer sagt, ja, das sieht doch danach und danach aus. Ja, who cares? Ja. Who cares? Es geht darum, was am Ende mal rauskommt, ja? Und wie gesagt, es hat sich jetzt über die Jahre entwickelt, dass man sagt, ich brauche hier und da keinen Filter, weil ich da anders arbeite, weil ich dann auch da die Ergebnisse erziele. Ja. Aber es gibt dann halt auch Filter, wo ich sage, den benutze ich ganz einfach, weil da weiß ich, dass dieses Ergebnis bei rauskommt, ja? Also unabhängig von der
von der Detailbearbeitung gebe ich dem Bild erstmal einen mit. Ja? Okay. So, wenn wir jetzt dieses Bild hier nehmen, und wir können das ja mal jetzt mal machen. Also ich habe jetzt hier noch ein paar drauf. Und wir nehmen jetzt mal diesen. Das ist so einer, den ich öfters verwende mal. Und du siehst jetzt, so viel hat sich da gar nicht getan, ne? Also wenn wir jetzt mal im Detail gucken. Mhm. Ein bisschen grainy. Ein bisschen grainy, das verändern wir, aber so rein von der Farbwelt ist es. Es wirkt halt ein bisschen metallischer. Es wirkt ein bisschen metallischer, aber wirklich viel ist da jetzt nicht passiert mit, ne? Mhm. So, und hiervon arbeiten wir uns jetzt mal so ein bisschen vor. Das Erste, was ich dann mal machen würde, und wie gesagt, hier könnte ich jetzt exemplarisch jeden Filter nehmen oder gar keinen Filter nehmen. Das ist jetzt einfach nur so, ich schiebe mal so einen Filter vorher, weil ich sagen will, das ist einer, der mir gefällt. Ich weiß, wie sich Weiß- und Grautöne verhalten, wenn ich solche Filter verwende. Also ich kenne das Ergebnis meistens schon vorher, bevor ich überhaupt den Filter anwende. Ja? Und wie gesagt, man hat Millionen von Filtern inzwischen zur Verfügung. Ja? Aber ich kann diesen Look natürlich auch rekonstruieren, ist natürlich ein bisschen einfach, dauert ein bisschen länger, aber auch hier weiß ich dann natürlich über Tönung und Temperatur, in welche Richtung komme ich denn. Ne? Das kriege ich so auch alles hin. Wir haben jetzt diesen Grain, der da durch den Filter ankommt, den brauche ich sowieso schon mal gar nicht. Ja? Also den will ich auch nicht haben, dass, wenn man das jetzt hier so sieht, ich möchte es dann doch schon so eher recht glatt haben. Und ich lasse jetzt mal so Sachen wie Vignette erstmal weg. Ja. Ich würde jetzt hier Adoration und Profil. Hier sieht man, womit ich fotografiert habe. 24 mm 1.4. Und ich würde dann jetzt erstmal anfangen mit dem Ausrichten des Bildes über die Größenzuschnitt. Ja? Ist das denn jetzt erstmal alles so? Wie will ich das Bild überhaupt haben? Ist das überhaupt gerade? Vielleicht jetzt, ja? Will ich jetzt, wo fange ich denn an? Will ich denn jetzt an der Stufe anfangen? Mhm. Ja? Ist es denn hier zentriert mit dem Punkt da oben? Vielleicht seht ihr das hier oben, dass das tatsächlich auch die Mitte ist, dass diese Linie wirklich auch die Mitte ist, ne? Oder will ich vielleicht lieber dann doch ein bisschen mehr haben? Ich lasse es jetzt mal so. Also lässt du jetzt echt in diesem 3x3 Raster und machst es gar nicht ein bisschen feiner, sondern das reicht dir? Das reicht mir jetzt fürs Erste erstmal ja. Mhm. Nur fürs Erste. Weil ich gehe jetzt erstmal in die Bearbeitung und nachdem ich den Look erstellt habe, fange ich dann nochmal von vorne an. Okay. So, wie möchte ich es denn jetzt haben? Ja, möchte ich es, in welchem Format möchte ich es denn haben? Wir haben das Bild ja eben einmal im Quadrat gesehen. Möchte ich es jetzt in 4x5 für Social Media zum Beispiel haben? Möchte ich es auf Facebook-Größe vergrößern, möchte ich es einfach nur als Bild haben und so ausschneiden, wie es mir gefällt. Ja, es muss ja nicht immer alles nur Social Media und Feuer, ja. Sondern einfach macht auch Bilder, wo man sagt, ja, gefällt mir ganz geil, würde ich mir drucken. Ja? So, ich lasse die Belichtungskorrektur auch hier auf automatisch. Mhm. Du siehst ja jetzt hier, habe ich auf automatisch gemacht und dann entsteht das hier. Ich wollte es eigentlich überhaupt nicht anfassen, aber wir können es jetzt einfach mal so lassen. Und ich würde jetzt mal ein bisschen mit dem Lichtregler runterspielen. Ja? Ich wollte gerade sagen, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf automatisch stelle, dass mir das Bild irgendwie so ein bisschen hässlicher macht. Also bei mir, bei meinen Bildern. Sagen wir es mal so. Bist du der Meinung, dass das ein bisschen hässlicher ist? Also hier nicht, aber bei meinen Bildern ist es echt so, wenn ich da irgendwas auf automatisch stelle, dann weiß nicht, ich finde die Belichtung dann sehr, sehr komisch. Aber das ist jetzt auch, ich sag mal, du hast jetzt hier Architecture, ist ja nochmal ein anderes Thema. Ne? Jan, mach dir jetzt keine Sorgen. Es geht einfach darum, sich dem anzunähern, was man möchte. Mhm. Ja, also deswegen ist Ausprobieren auch nicht falsch. Zu drücken, zu machen, zu tun, zu gucken, was passiert. Mhm. Ja, gerade für die Leute, die noch nicht so ganz so firm sind mit den Tools oder überhaupt mit dem, was sie da überhaupt darstellen wollen. Es ist immer egal. Machen, drehen, zwirbeln. Schieben, Regler schieben. Wir gehen jetzt mal zurück auf die also wir sehen ja hier in der Historie links, was ich getan habe. Wir gehen nochmal zurück in diese Freistellvariante. Und ich würde jetzt dahergehen und sagen, jetzt spiele ich erstmal mit Lichtern. Ne? Ja. Ne? Und wenn ich die Lichter ein bisschen runterdrehe, sehe ich, dass deutlich mehr Struktur kommt. Schon, ne? Ich habe hier ein bisschen Schattenbildung, ein bisschen Reflexion. Finde ich aber überhaupt nicht so schlimm. Das gibt diesen
ganzen Bild so diesen metallischen Look. Ja, auch hier reden wir jetzt mal hier wieder ein bisschen über die Tiefen. Wie tief möchte ich es denn haben? Ne? Auch hier kein Hexenwerk. Würde ich aber vorerst erstmal so lassen, weil ich erstmal über die Präsenz gehen würde. Ja, und über die Struktur. So, und jetzt kriegen wir hier natürlich, ne, wir können es natürlich total verwischen, aber es ist natürlich totaler Unsinn. Ich würde dem jetzt schon eine recht starke Präsenz geben, ja? So. Claudia schreibt, das Bild wäre rund, der Hammer. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Rund. Wenn man so eine ganze Röhre hätte. Aber das ist natürlich, hast du ja in dem Fall nicht. Ne? Ja. Das ist halt so ein. Ja, das ist in London Southwark, glaube ich, heißt das. Das ist angeblich, ich weiß nicht, ob Rufus kennt sich in London auch ein bisschen aus. London Southwark. Soll einer der gefährlichsten Stadtteile der Stadt sein. Ich dachte immer Brixton und hier. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin da nachts um 4 Uhr hingefahren, weil die endlich mal leer war. Ja, also, weil sie sonst immer voll war, wenn ich da war. Also ich wollte gern, dass sie leer ist. Ja, und dann musst du halt natürlich nur zu unchristlichen Zeiten da auftauchen, damit da mal kein Mensch durchläuft. So, wir haben jetzt der ganzen Sache ein bisschen Präsenz gegeben. Und wir machen nur noch subtile Veränderungen eigentlich jetzt. Es ist überhaupt nicht so viel. Und der Workflow ist wirklich eher durch diese ganzen sich hin und her zu klicken und auch wieder zurück zu klicken. Ja? Das heißt, ich finde schon, dass das Bild ein bisschen mehr schwarz vertragen kann. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist zum Beispiel dieser gelbe Stich in dieser in diesem metallischen Look. Ja? Ja, dann würde ich, das sind so Sachen, die sehe ich und dann gehe ich dahin. Und nicht, ich mache jetzt das zuerst, dann das, dann das, dann das. Ich gucke mir das an, was da passiert. Und das, was ich in dem Bild sehe, da gehe ich dran. Ja? Und so arbeite ich halt. Ich sage jetzt nicht, ich hake das Thema ab, das Thema ab, das Thema ab, das Thema ab, sondern ich sage, ich gucke mir an, was ist denn jetzt hier los? Ich mag diesen gelben Stich zum Beispiel jetzt hier nicht drin. Ich verliere dadurch diesen metallischen Look. Also fange ich jetzt mal zum Beispiel an und nehme die Sättigung raus. Mhm. Und schon siehst, wie du siehst, ist es natürlich extrem grau. Ja, ich könnte. Und das finde ich zum Beispiel jetzt deutlich schöner, als wenn ich vorher diesen gelben Lichtstich da drin habe. Ja, ich nehme bewusst in Kauf, dass jetzt zum Beispiel die Schilder, die ja vorher, siehst du, auch so einen gelben Lichtstich hatten, jetzt auch weiß sind. Das nehme ich jetzt bewusst in Kauf, weil ich insgesamt zwar keinen Schwarz-Weiß-Look generieren will, der es ja auch nicht ist, durch diesen türkisen Ton hier. Also ich verändere das Bild jetzt dahin, dass es nicht mehr so aussieht, wie es eigentlich aussieht. Aber du hast einfach den Gelbstich raus, damit auch der Fokus nach unten geht. Und ganz genau. Es geht, unterm Strich ist dieser Bereich hier key. Also dieser Bereich. Also dieses Runde, diese runde Visualisierung. Mhm. So. Ich finde das so bis jetzt schon gar nicht so uncool. Ich gehe jetzt an solche Regler wie Dunst Entfernen, Clarity und so, gehe ich jetzt erstmal noch gar nicht so ran. Jetzt kommt hier unser Freund, die Gradationskurve. Und dann greife ich mir jetzt mal hier einen der Punkte, weil das Profil ist vorgegeben. Ja? Sonst hast du ja eine lineare Gradationskurve und arbeitest ja selber punktuell. Ja. Ja? Durch das Profil, was ich hinterlegt habe, hat er zumindest schon mal ein passendes Profil hinterlegt. Und ich lasse jetzt mal sowas, wie gesagt, wie Histogramm, lasse ich mal völlig außen vor. Das können wir morgen mal machen. Wo, wann, wie, was. Aber ist über den Gradationskurven auch, also nur im RGB-Format oder auch einzelne Farbbereiche? Ich mache das jetzt nur im RGB-Format, weil hier in diesem Fall geht es mir ausschließlich darum, das wirst du jetzt sehen, dass ich diesen Schwarzton so leicht mattiere. Siehst du das? Das ist das Einzige, was ich hier erreichen will. Ja, also mehr will ich hier nicht erreichen. Ich will keine andere Farbe in irgendeiner Form nochmal irgendwie, also keine eigene Punktkurve nochmal anlegen hier. Oder Zwischenpunkte, also nur im RGB-Bereich. Und du siehst schon allein durch dieses Anziehen hier, wie deutlich dunkler diese Schattenbereiche werden. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber das Bild und der Schwarzton kriegt einen ganz anderen Punch, ohne dass ich jetzt über den, zum Beispiel jetzt hier schwer über den Kontrastregler gehe. Ja. Ja? Also sieht man ganz deutlich tatsächlich. Ja, ne? Ja. Also nochmal. Du machst halt über das Mattieren und weniger über den Kontrast. Ganz genau. Ich werde der ganzen Sache zwar gleich nochmal Kontrast geben und auch über den Schwarzregler kurz was sagen, weil dieses Bild ist so essential für das, wie ich arbeite und was ich so tue. Mhm. Und das ist so auch, man hat es anhand der Bilder gesehen, das ist auch die Farbwelt, in der ich mich so rumtreibe. Ne? Also nochmal, ein bisschen anziehen. Setzt euch mal mit dem Thema Gradationskurve auseinander, was ihr da alles machen könnt. Ich werde da auch in den nächsten 2 Tagen ein bisschen mehr noch zu erzählen.
Gibt aber auch ein super geiles Tutorial auf der Adobe-Seite, muss ich dazu sagen. Kann man ja, darf man ja durchaus mal sagen. Ein mega geiles Tutorial, wo wirklich haargenau beschrieben wird, was eigentlich passiert genau und welche Verbindungen da herrschen zu den Tonalitäten und was du da eigentlich machst. Weil ihr seht jetzt hier nur so ein paar Punkte und der Mann zieht irgendwie so einen Strich hoch. Diesen Effekt würdet ihr allerdings auch bekommen bei einer linearen Kurve übrigens, ja? Ihr müsstet natürlich trotzdem so ein bisschen mal sich euch damit auseinandersetzen, ein paar Punkte setzen und so sehen, was passiert eigentlich, wenn ich das mache. Da durchaus mal dran gehen. Ich werde da aber nochmal in den nächsten 2 Tagen nochmal deutlich detaillierter dran gehen. Heute habe ich einfach viel zu viel über Fußball gesprochen. Alles gut. Ne? Ja, wie gesagt, seht's dem lieben Sebastian nach, der alles cool. Aber macht das schon super, trotz größter Anstrengung. Ja, ist alles cool, super. Alles cool. Alles cool. Ganz kurze Sache hier. Klaus hat noch geschrieben. Bitte, Klaus, hi. Hi, bei den Fotos in U-Bahn versuche ich immer die Originalfarbe wiederzugeben. Ne? Das erhöht zumindest für die Menschen in der Stadt die Wiedererkennung. Und hier wird wohl ohne Weißabgleich gearbeitet. Das war jetzt keine Frage, sondern einfach nur ein Kommentar von ihm. Ist auch richtig, Klaus. Ich mache das aber genau andersrum. Ich finde es, und wenn du oft in U-Bahn fotografierst, das weiß der Klaus auch, ist ja überhaupt nie einfach. Ist ja bescheidenes Licht, du musst deine Kamera relativ gut kennen, was da passiert. Du kannst ja nicht nur Try and Error machen, ne? Du kannst ja nicht jetzt eine Stunde dran aufhalten und hoffen, dass da ein gutes Bild bei rauskommt. Ja. Und Klaus hat recht, Licht ist meistens besonders in deutschen U-Bahn-Stationen sehr gelblich, seltenst klar und weiß. Und ich würde natürlich einen Weißabgleich dann auch machen. Ja, wenn ich dann sagen würde, oh Gottes Willen, also wenn ich es schon, wenn es so aus der Kamera kommt, wenn ich es nicht vorher irgendwie anders fotografiert habe. Also ist das völlig in Ordnung. Ich muss bei diesem hier kann ich bewusst drauf verzichten. Ja, also es ist, aber ich kenne die Problematik. Mega gelbes Licht, alles andere sieht irgendwie komisch gelb aus. Und klar ist es ein Argument zu sagen, ich möchte die Sachen natürlich schon so zeigen, wie sie auch tatsächlich sind. Das ist ein gutes Argument, Klaus, aber gehen wir immer noch mal davon aus, wofür du das Bild machst, ob du es für dich machst, ob du es jemandem zeigen willst, ob es veröffentlicht wird. Wenn es eine Reportage oder Fotojournalismus ist, macht es natürlich durchaus Sinn zu sagen, wir bleiben da sehr, sehr nah dran an der Realität. Wenn es natürlich so ein, ich habe ein geiles Foto gemacht und möchte, dass es so gut wie möglich aussieht, Move ist, dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr dran arbeiten. Ja? Oder wenn es irgendwie künstlerischer sein soll. Wobei ich jetzt nicht sage, dass dieses Bild von der U-Bahn-Station in London künstlerisch ist. Obwohl ich es ganz, ganz lässig finde. Ich hoffe, Klaus, ich konnte so ein bisschen. Aber ja, ich kenne die Schwierigkeit. Ja, klar, alles gut. Genau, Oliver hat geschrieben, wegen dem Treffen in München wäre saugern dabei, würde aus Köln mal eben runterkommen, hat so eine Bahncard 100. Ah, nur wann und wo treffen. Ja, wie gesagt, also das würden wir tatsächlich dann morgen machen, weil der Sebastian muss ja auch erstmal schauen, wie, wann, wo, ist ja auch gerade erst angekommen. Dann machen wir einen Adobe Photo Walk. Genau, machen wir einen Adobe Photo Walk. Also wenn, dann wäre es ja dann morgen Abend. Morgen Abend, also wie gesagt. Genau, alles andere können wir ja dann auch nochmal eben morgen im Stream sagen. Genau, ich bin ja morgen ab 12 Uhr wieder mit Can hier. Genau. Und wenn wir dann halt noch ein bisschen detaillierter immer weiter in die Materie so reingehen, was ich so tue und mit was für Tools ich arbeite, dann werden wir uns da nochmal, wie gesagt, nochmal drüber unterhalten. Nichtsdestotrotz, schreibt mir ruhig und ich wie gesagt, werde jedem antworten und halte jedem im Loop, wie wir das morgen machen. Also ich hätte da Bock drauf, weil. Und das, weißt du, das ist das Geile. Das ist das Geile an Fotografieren, an Leute, die Bock haben zu fotografieren. Und es spielt auch gar keine Geige, wer was, wie, woran gemacht hat. Wir haben alle eine geile Kamera. Laufen ein bisschen rum, haben Spaß. Ich lerne mit Sicherheit von den Jungs und Mädels genauso, wie die vielleicht was von mir hören, wo sie sagen, ey, ganz coole Idee, würde ich genauso machen. Da wächst man nur mit, ja. Das macht Bock, man macht tolle Bilder und das sind halt Fototreffen. Und leider vergessen das immer wieder viele, ne? Die sich so sehr halt auf ich sag mal, Job und Geld verdienen, mit Fotografie konzentrieren und nicht mehr vor die Tür gehen und rausgehen und sagen, ey, lass mal einfach geile Bilder schießen. Deswegen, das müssen wir morgen irgendwie unbedingt machen und wenn keine U-Bahn, dann machen wir was anderes. Das kriegen wir hin. Alles klar. Voll dabei. So, jetzt haben wir... Ich habe noch ein paar Sachen ganz kurz zwischendurch, aber dann kannst du auch mal in Ruhe noch was trinken, ne? Boah, ist alles gut. Genau, nur dass ihr es noch wisst, ne, wir haben ja noch 2 weitere Sessions danach, nämlich zum Thema Video, weil wir auch in diesem Zuge die NAB auch ein Thema ist, das wir auf jeden Fall hier mit reinbringen wollten. Und genau, also nach unserer Session jetzt hier um 14 Uhr geht es weiter mit dem Michael Münch zum Thema Premiere Pro. Und ganz neu, das wollte ich nochmal einfach ganz kurz ansprechen, machen wir jetzt auch zum allerersten Mal, werden wir ab diesem Monat, also genauer gesagt ab heute um 4,
das Thema Live-Tutorials einführen. Ne? Also wir haben ja hier mit Adobe Live haben wir so eine Art Mischung von allem, ein bisschen Workflow, ein bisschen die Person hinter den Kulissen kennenlernen, ein bisschen Tutorials im Sinne von das, was gerade gezeigt wird. Aber es ist ja auch oft der Fall, dass man einfach zu sich Tutorials ansieht zu irgendwas und dann genau in dem Moment eine ganz spezifische Frage hat, aber dann halt keinen Bock hat zu sagen, ich will jetzt 2 Tage warten, bis mir da irgendjemand unter das Kommentar antwortet, wenn überhaupt. Ne? Sondern wollten euch die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ihr könnt jetzt direkt ab 4 Uhr After Effects lernen und eure Fragen in den Chat stellen und der liebe Sven, der jetzt gerade rausgegangen ist, aber später auf jeden Fall da ist, der wird euch auf jeden Fall eure Fragen direkt beantworten, was ich sehr cool finde. Und genau, also wir starten mit After Effects diesen Monat, das heißt, heute geht's für absolute Beginner um After Effects, wenn ihr noch nie mit After Effects gearbeitet habt oder wenn ihr sagt, ich habe es einmal kurz aufgemacht, würde aber gerne mal wissen, wie es funktioniert, dann heute um 4 einschalten, 4 bis 6. Morgen geht's für Fortgeschrittene los und dann am Donnerstag für die Professionals, ne? Dass für jeden was dabei ist. Und ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt, ob ihr da Lust drauf habt. Müsst ihr mir auf jeden Fall mal auch als Feedback geben, gerne entweder hier in die Chats reinschreiben oder auch auf Instagram, so wie ihr es beim Sebastian machen dürft, für die Geschichte morgen. Bin ich mal ganz gespannt drauf, weil wir versuchen ja auch immer, das Format für euch gerecht zu machen. Ne? Und Tutorials ist einfach so eine Sache. Es gibt immer ganz viele Tools, mit denen man arbeitet, aber auch ganz viele, die man noch gar nicht kennt. Und das ist eine schöne Möglichkeit, weil wir auch wirklich wollen, dass ihr jedes Tool einmal kennenlernen dürft und wir werden auch jeden Monat ein neues Tool zeigen. Ne? Also diesen Monat After Effects, wir gucken mal, was wir nächsten Monat machen, je nachdem, mit welchen Experten wir da zeitlich hinkommen. Aber es wird auf jeden Fall über die nächsten Monate jedes Tool abgedeckt werden, das ist der Plan. Nur, dass ich das nochmal gesagt habe. Und genau, ansonsten würde ich nämlich jetzt noch sagen, nicht vergessen, ne? Legst du Livestream 18. bis 20. Juni. Am 13. Juni, am 13.06. ist die große Adobe-Nacht zum Thema Fotografie. Ne? Also auch für diejenigen, die im Bereich Foto interessiert sind, auf jeden Fall merken. Und dann, wie immer, wenn ihr Fragen habt und Kommentare, auf jeden Fall kommt auf adobelive.com und schreibt es uns hier rein. Ich gucke auch ab und zu auf dem YouTube-Channel, falls ihr da eben was reinschreibt. Aber dann kann ich das nämlich dem Sebastian einfach rüberschieben und sagen, hey ho, guck mal, da hat Tim, Hanna oder Simon geschrieben und fragt das und das. Ne? Ja, wie gesagt, und wenn ich über die Kanäle, wenn jemand so eine Frage hat, mich kann man jederzeit über meine sozialen Netzwerke einfach anschreiben. Jeder kriegt eine Antwort. Ich lasse mich immer gerne auf eine gute Diskussion ein, was, ob das okay ist oder nicht. Also wie gesagt, ich ganz ehrlich, ich nehme mich bei der Sache auch nicht zu ernst. Ja, nicht, dass das nicht bedeutet, dass ich das nicht richtig mache, oder dass ich das einfach irgendwie so lax daher sage. Ja. Aber man muss sich halt auch bewahren, dass man halt immer dazu lernt irgendwo, dass man hundertprozentig nicht alles weiß, nicht alles kann. Und dass man immer so, weißt du, so stay greedy ist. Dass man immer so ein bisschen gierig danach ist, zu sagen, ich will das irgendwie noch besser machen. Wie kann ich es besser machen? Ne? Hungrig nach mehr. Ja, ne, genau. Ein bisschen. Deswegen, also ich sitze nicht auf einem Ross, wo ich dann sage, ach, das kriege ich auch schon so hin. Für mich ist halt Community wichtig, Kommunikation, was Leute denken, was Leute sagen. Und das lässt mich auch wachsen mit dem, was ich tue. Also deswegen. Sehr schön. Nicht mal alles so ernst, Bier ernst nehmen, sondern sagen, komm, lass uns drüber sprechen, lass uns da zusammen was machen. Fall. Jetzt möchte ich das Bild aber noch ganz gerne bearbeiten. Mach fertig, dann habe ich noch ein paar Sachen, aber mach du erstmal und dann. Entschuldige, ich wollte dich da jetzt natürlich nicht unterbrechen. Das waren nur die Sachen, die jetzt halt noch gefragt wurden, gesagt wurden. Mach das mal fertig. So, wir haben jetzt, wie gesagt, ein bisschen wieder an der Präsenz gemacht. Ich könnte jetzt hier ein bisschen an der Clarity rumdrehen. Das ist, könnte man auch machen. Ihr seht, umso mehr Clarity ich gebe, umso mehr Struktur kriege ich rein. Umso metallischer wirkt das und umso mehr entfremde ich das natürlich jetzt von einem eigentlichen Bild. Ja, wenn wir jetzt hier die Clarity wieder rausnehmen, so sieht es eher so noch nach einem Foto aus. Und mit quasi mit jedem 10% Clarity, die ich da mache, wird es immer plastischer, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, bei dem Foto, weil es sich um Architektur handelt, wird es plastischer. Gefällt mir aber in dem Fall jetzt ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also ich arbeite auch bei vielen anderen Fotos immer mit diesem Klarheitsregler oder mit der Präsenz, um der Sache halt diesen Touch zu geben. Wie gesagt, wir haben die Gradationskurve schon kurz angerissen. Da habe ich halt diese schwarze Mattierung reingemacht. Ich habe den Gelbton rausgenommen, weil ich den einfach nicht schön finde. Ne? So könnte man sagen, sieht es natürlich so aus wie im Original, aber so sieht es schon deutlich cooler aus.
Jetzt kommen wir hier, wir können hier natürlich noch mal ein bisschen schärfen, wenn wir der Meinung sind. Wir können einfach noch mal ein bisschen nachschärfen. Wir können maskieren, indem wir die Alt-Taste gedrückt halten. Kennt ihr bestimmt, ne? Mhm. Alt-Taste und maskieren. Und dann schärfen wir die Bereiche, die jetzt dunkel werden, schärfen wir nach. Ja, also alles, was, ich könnte jetzt natürlich komplett sagen, alles, was schwarz wird, wird dann nachgeschärft. Man muss damit ein bisschen spielen und gucken, ob das für einen überhaupt Sinn macht. Aber wir hat Alt-Taste, maskieren und dann schärfen wir die dunkler werdenden Bereiche weiter nach in dem Bild. So. Mache ich auch immer, sage ich mal, je nach Gusto, je nach Gefühl, je nach Grundaufnahme, die ich gemacht habe. Mhm. Wie grainy ist die? Mit was für einer ISO habe ich das fotografiert? Weil war ja scheiß Licht wieder. Oh, sorry. War doofes Licht oder blödes Licht. Und ein bisschen ISO hochgedreht. Jetzt habe ich schon mal diesen Grain da drin. Und oh, will ich das jetzt alles nur so weich bügeln über Rauschreduzierung oder will ich es nachschärfen? Klar ist Rauschreduzierung immer so ein Thema. Das ist auch so ein Regler, wo ganz, ganz viele immer gerne dran rumdrehen. Also das mache ich eigentlich fast nie, außer bin ich der Meinung, wenn ich müsste irgendwie das mal machen, dann klicke ich irgendeinen Bereich da an, 3, 4, 5, 8, des Gewissens wegen. Also ich versuche die Bilder halt authentisch, ich weiß, ich bearbeite sie stark in dem Fall jetzt, aber trotzdem nicht zu glatt zu bügeln. Ich finde jetzt gerade beim Bereich Architektur und Gebäude kann man auch mit Clarity und Schärfe viel arbeiten. Machen ja halt viele auch, genau. Natürlich. Genau, du hast völlig recht. Da wirkt es halt auch viel besser als, absolut, ich sag mal, bei Porträts oder bei Gesichtern wirkt es halt sehr schnell, sehr plastisch. Da muss man super, super vorsichtig sein. Sehen wir ja jeden Tag auf unseren sozialen Netzwerken, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Genau. Das sehen wir leider sehr, sehr häufig. Deswegen, wenn ihr an Retusche geht und an Rauschreduzierung, wirklich in Maßen bitte, ja. Wirklich in Maßen. Sieht aus wie so ein Snapchat-Filter. Ja, und die das wirklich gut können, davon gibt es einige, die kennt ihr bestimmt auch alle und folgt denen und da seht ihr auch, dass die das nicht machen. Ja, ja, die machen es, nämlich, ne, die auch hier schon gesessen haben. oder sitzen. Ahnung, oder sitzen. oder sitzen werden. Oder sitzen werden. Genau. Interessante Frage von Benny. Zu bitte, dem Thema gelb ausmaskieren. Kann man keine Maske oder Auswahl um die Schrift ziehen, damit sie gelb bleibt und nur das Blech weiß wird? Könnte man theoretisch ja schon. Klar, klar, ist gar kein Thema. Das ist relativ einfach, aber das ist genau das, was ich eigentlich gar nicht will, Benny. Ich finde halt, dass dieser generell will ich, oder sagen wir mal so, das ist jetzt wieder so eine Einstellung von mir. Ich bin jemand, der den Farbton gelb generell in meinen Bildern überhaupt nicht mag. Mhm. Ja, und ich versuche Gelb relativ häufig aus meinen Fotos zu eliminieren. Ja? Und das mache ich dann einfach über Sättigung oder Luminanz. Oder wenn ich Gelb drin haben will, gehe ich über den Luminanzregler zum Beispiel und guck mal, was ich vielleicht noch an dem Gelbton selber ändern könnte. Ne? Oder über den Farbton vielmehr. Über den Farbtonregler oder über die Luminanz. Also ich spiele dann schon so mit diesem gelben Balken. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, ja, dieses... Wie finde ich dieses grün-melierte jetzt hier? Ist das jetzt Aquamarin? Will ich das raushaben? Was passiert eigentlich? Siehst du, was passiert mit Luminanz? Mhm. Ja, gehe ich mal auf Sättigung. Es geht jetzt hier um diese beiden Streifen hier außen. Ich könnte jetzt dahergehen und sagen, mich stört das Blaue da hinten. Ja? Könnte ich jetzt also rüberbringen in Photoshop, Lasso draufschmeißen und rausschneiden. Ja? Ja. Geht alles. Könnte aber auch jetzt einfach dahergehen und sagen, mich stört eigentlich nicht zwingend die Struktur hier hinten, sondern mich stört vielleicht ausschließlich die nur die Farbe. Ja? Das ist einfach entsättigst. Entsättigst, ja. Oder halt einfach maskieren, also beziehungsweise auswählen und dann auf schwarz-weiß stellen. Zum Beispiel, ja, das sind alles so Möglichkeiten. Stört mich das, will ich das jetzt, ne? Also ich will halt ein harmonisches Farbbild haben und der blaue Dot da hinten könnte mir jetzt natürlich auf den Geist gehen. Ja? Klar. Genauso wie es mir auf den Geist ging, dass dieser leichte Gelbton ist. Aber Benny hat natürlich recht, könnte man genauso machen. Keine Frage. Ja? Danke für die Frage, Benny, übrigens. Sehr cool. Ich habe noch ein paar Sachen hier aus dem Chat, weil sonst komme ich nämlich nicht mal hinterher. Ja, ja. Klaus hat geschrieben, total gute Erläuterung. Tatsächlich haben sehr viele veröffentlichte Fotos von U-Bahnhöfen einen grausamen Gelbstich. Ja, das ist tatsächlich so, ja, deswegen, also es ist tatsächlich besonders in europäischen U-Bahn-Stationen immer so ein ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da gibt es ja auch ein paar, das sind immer so alte gelbe Neonröhren. Ja. Irgendwie sind dann schon so gelb, dass du so denkst, oh, hier kannst du nur scheiße aussehen, ja?
Aber manchmal will man ja auch, dass ein Bild in der U-Bahn-Station so aussieht. Ja, also, ja, das kommt immer drauf an, ne? Was ist die eigene Absicht? Ganz genau, was ist die eigene Absicht? Kann man sich jetzt so einreden, ne? Ja. Gelb ist halt nicht unbedingt die passendste Farbe. Aber gut, ne? Evelyn schreibt, Sebastian spricht mit ganz vielen Sachen so aus dem Herzen, Bilder machen, so wie es einem selbst gefällt. Danke, ist auch so. Würde ich jedes Mal unterschreiben. Ja, sehr schön. Ja, und unabhängig davon, was man gemacht hat und wie man es macht, geht's raus und macht's Fotos. Genau. Tim schreibt übrigens, und hat er ganz recht, wenn ihr morgen Abend mit dabei sein wollt, braucht ihr nicht unbedingt eine teure Kamera. Das ist nämlich ganz richtig, sondern ihr könnt auch einfach, genau, das ganz Handliche klar mitnehmen. Eben. Und mit Lightroom könnt ihr ja sowieso auch ein RAW fotografieren, also. Ganz genau. Und dann können wir vielleicht auch, vielleicht zum Beispiel vor Ort auch mit der Lightroom-App ein bisschen was machen. Genau. Für die, die da sind, dass man dann sagt, so, es gibt Situationen auch in meinem Job, wo ich dann auch mal sage, okay, ich mach mal ein paar Fotos mit dem Handy und dann gehe ich auch in die Lightroom-App und zack, 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 zack und schiebe das natürlich dann halt auch gleich, mache ich ein Handoff zu meinem Gerät, also zu in die Cloud. Das ist super geil. Ne? Also ihr braucht keine dicken Kameras morgen mitbringen. Handy reicht, kleine Kamera, kommt mit dem ihr Fotos macht. Und wenn es das Handy ist, was habe ich schon für Fotos mit dem Handy gemacht? Ja. Weißt du selber auch, oder? Die besten Fotos hat man meistens irgendwie mit dem Telefon. Oft hat man halt einfach auch keine Kamera dabei, wenn es gerade so eine Situationsgeschichte ist. Ne? Von wegen, oh, ich habe gerade was gesehen, das sieht super cool aus. Mhm. Ne? Hast halt nur dein Handy dabei. Musst du halt dann irgendwie gucken, dass du damit auskommst. Aber okay, mittlerweile mit den neuen iPhones oder Huawei oder sonst was, da kann man auch sehr, sehr viel rausholen. Ne? Stimmt. Ist natürlich nicht hundertprozentig dasselbe wie eine teure Kamera, aber es reicht. Für Instagram kann man da viel ausbügeln. Hast du völlig recht. Ja. Hast du völlig recht. Also wie gesagt, diese Schlachtschiffe an Kameras muss man nicht mal zwingend mit sich rumschlüren. Klar, ich habe mich jetzt an viele Geräte halt auch so gewöhnt. Und mich stört es halt nicht, dass ich eine schwere Kamera durch die Gegend trage, selbst wenn ich privat fotografiere. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so ein Technik- oder Kamera-Nerd, der jetzt so auf Systeme schwört oder das muss es so sein. Ich habe natürlich jetzt ein System, da hat man auch ein bisschen Geld investiert, dann bleibt man halt auch dabei. Aber ich erkenne auch andere, dass es gute andere Geräte gibt und ich bin jetzt nicht so ein Nerd. Also mir hat mal irgendeiner eine Frage gestellt, als ich was für einen Kamerahersteller gemacht habe, auch eine Livestream-Geschichte. Mhm. Da ging es um den Dynamikumfang. Wie der Dynamikumfang der Kamera jetzt ist, der 9. Und das ist fast ausgeartet, das Gespräch. Ja? Also nicht im negativen Sinne. Ne? Mhm. Aber ich habe mich dann ganz schnell wieder entdeckt von wegen, oh meine Güte, lass uns nicht zu technisch jetzt werden und so. Ne? Es gehört ja auch Haptik und Gefühl dazu zum Fotografieren und nicht nur Messwerte. Wie gesagt, ich erkenne die an bei neuen Geräten und freue mich, dass die so gut sind. Auf der anderen Seite möchte ich halt einfach nur damit sagen, nicht zu technisiert werden. Viele vergessen bei aller Technisierung und Diskutiererei über Megapixel, Autofokus, Geschwindigkeiten. Geht erstmal raus und macht ein Foto mit dem Apparat. Setzt euch nicht einen halben Tag ins Internet und schreibt irgendwo rein, von, ist doch Käse, ist doch super, ist doch. Geh raus und mach erstmal Bilder damit, bevor du permanent immer wieder nur über Technik redest. Aber ich möchte damit den Technikinteressierten nicht sagen, dass ich das nicht okay finde. Ich würde nur sagen, ist halt nicht mein Weg. Klar. Und wir kommen mit dem Bild irgendwie überhaupt nicht voran. Ja? Wir haben noch 10 Minuten, also alles easy. Ne? Markus hat geschrieben, übrigens auch ein Fotograf im Bereich Retouch aus Berlin. Hi, ein cooler Typ. Die Einstellung finde ich genau richtig, also zu den Sachen, die du jetzt davor gesagt hattest. Ja, danke Markus, vielen Dank. Und die Frage kam eben auch übrigens zu dem Thema Fotowalk, ob du sowas auch manchmal in Paderborn und Umgebung machst. Kam jetzt von einigen, die jetzt auch aus deiner Nähe tatsächlich kommen. Ja, dann müsst ihr, also ich gehe mit jedem fotografieren, der Bock da drauf hat. Ja, also und für mich gehört das halt einfach dazu. Wie gesagt, Community. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Follower zu generieren oder Scheiß. Es geht um den Spaß. Spaß am Fotografieren, egal wo. Ja? Und wenn wir an dem Tag halt nur blöde Bilder machen, weil das Wetter schlecht ist, wir haben uns kennengelernt, uns über Fotografie unterhalten. Ihr seht Sachen, die ich nicht sehe. Ich sehe Sachen, die ihr nicht seht. Ja, ja, also es geht um den Austausch. Es geht um den Austausch und einfach um diese Leidenschaft. Und ich finde, dass Leidenschaft ist essential in diesem Beruf jetzt, so wie ich ihn mache. Die habe ich mir immer bewahrt und ich habe mir auch immer diese Leichtigkeit bewahrt. Ich wollte nie zu, wie gesagt, wir haben eben über Techniken gesprochen und wie mache ich was. Ich wollte es nie zu hoch hängen. Ich war immer happy, dass ich Ergebnisse erzielen konnte, die allen gefallen haben. Und natürlich halt mit den Tools, die mir zur Verfügung stehen. Und das sind nun mal Photoshop und Lightroom. Ja. Und natürlich hat man dann irgendwann mal Routinen da drin und es
Ne? Also ohne die Programme würde ich wahrscheinlich halt nicht solche guten Ergebnisse erzielen können. Ja? Also ich will damit jetzt nur sagen, es gibt Sachen, die braucht man. Mhm. Aber unterm Strich bleibt es die Leidenschaft des Fotografieren. Und die Leute, die aus meiner Region jetzt kommen, ich organisiere zwar sowas nicht, aber wir können da gerne mal was an Start bringen. Die Region ist ja verhältnismäßig groß. Da gehören noch ein paar andere Städte ja dazu. Mhm. Also da können auch... Michael hat geschrieben, arbeitest du eigentlich mit RAW oder JPEG in Lightroom? Gut, RAW. Immer RAW. Ne? Immer RAW. Sehr immer gut. RAW. Immer RAW. Sehr gut. Ne, also früher, wo ich mich damit nicht ausgekannt habe, vor Jahren, ewig, ja, was, ich weiß nicht mehr wann, habe ich natürlich Bilder auch mal im JPEG bearbeitet und ab und zu kriegt man ja von irgendjemand mal so ein JPEG-Bild. Kannst du mal kurz mal, kannst du mal machen? Oder denkst du, ach Gott! Kann das aber jetzt gerade nicht so machen. Wenn es eine RAW-Datei wäre, könnte ich es so machen, wie du es wolltest. Ja, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr viel machen. Also ich arbeite nur in RAW. Ich bekomme jetzt auch ganz oft mal irgendwie so eine 300-Kilobyte-Datei rübergeschickt und dann die Frage, ja, kannst du das noch retten? Also total dunkles Bild, man sieht nichts und genau. Die Erwartung ist, dass aus dem Schatten dann irgendwie ne, die Erleuchtung kommt. Du hast ein schönes Wort gesagt, Erwartung. Genau. Ja. Die Erwartungen sind dann unglaublich hoch und so und dann denkst du so, ich kann mit dem JPEG leider nicht so viel machen. Ja. Aber wie gesagt, JPEGs zu bearbeiten in Lightroom geht ja trotzdem. Klar, hast halt einfach weniger Informationen. Hast halt einfach nur weniger Bildinformationen und dann sieht das halt, ja, du hast nicht so viel, wo du dran arbeiten kannst. Ne? Aber natürlich RAW, klar. Ja. Cool, jetzt lassen wir dich mal weitermachen. Ach so, wie gesagt, stellt ruhig weiter Fragen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Genau. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wir hatten ja eben mal diese Größe, dieses Größenthema mal kurz. Jetzt haben wir ja hier in diesem Transformationsfenster verschiedene Möglichkeiten, das zu transformieren. Aber ich bin ja der Meinung, dass ich das ja schon eigentlich recht ordentlich fotografiert habe. Also ich habe jetzt bewusst nicht so eine Krücke mitgebracht. Kann man stehen lassen. Kann man stehen lassen. Okay. Wir können jetzt mal das Auto-Upright uns mal angucken, also diese ausgewogene Ebenenkorrektur. Mhm. Und wir sehen dann auf einmal, zack, wie sich diese Perspektive, weil ich sie quasi, ich weiß, wie ich es fotografiert habe. Ich war in einer geduckten Haltung, von unten nach oben leicht. Ja? Mhm. Und das sieht man halt auch. Ich habe durch diesen niedrigeren Fotografiewinkel versucht, die Linien zu ziehen, also ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Und so wäre das Format. Jetzt kriegen wir aber hier diesen Kreiseffekt durch das Upright. Ja? Siehst du das? Jetzt, während das jetzt eher noch so ein perspektivischer Effekt nach hinten ist, bekommen wir durch die Autofunktion, die es besser macht als ich, wenn ich da oben rumfuttere, kriegen wir jetzt schon eigentlich einen recht ordentlichen Ausschnitt. Was hier für mich jetzt wieder wichtig ist, ist zum Beispiel, ist das denn jetzt immer noch zentriert? Nochmal, hier oben, ne? Ist es zentriert? Wo fangen die Linien an, wo hören die Linien auf? Ne? Also man sagt ja auch immer, dass solche Linien in den Ecken aufhören sollen. Zum Beispiel so, oben links, ihr seht das jetzt. Ja, solche. Würde aber jetzt in dem Fall das Bild ein bisschen kaputt machen. Ne? Also wenn wir viele, viele Führungslinien in solchen Bildern haben, bitte an Symmetrie denken. Es gibt so Sachen, die gehen mir jetzt zum Beispiel auch schon wieder auf den Geist, wenn ich sie sehe. Ne? So diese unterschiedlichen Lampen hier oben. Hier klein, hier mehr Lampe. Ne? Manchmal kann man natürlich, hier hängt das Ding ein bisschen weiter runter, hier hängt es ein bisschen höher. Ja, also wenn man ganz penibel ist, könnte man so Sachen natürlich... Ja, du musst aber, wenn du Bock drauf hast, bist du halt so penibel. Und das ist die Community nämlich auch mit ihren Bildern. Ja. Wir machen ja alle Bilder, aber wir sagen, wir wollen es schon geil haben. Aber auf der anderen Seite, klar, das Ding hängt halt niedriger. Was willst du machen, ne? Ach. Ja, also, wie gesagt, jetzt können wir natürlich immer noch, ich habe ja eben gesagt, ich habe jetzt einfach mal das Upright gelassen, weil ich es eigentlich ganz, ganz schön finde. Wir könnten natürlich jetzt Ebene und Vertikal, wir könnten jetzt natürlich richtig, ihr seht, richtig viel machen. Genau. Würde aber bedeuten, dass wir dann halt hier diese Bereiche wieder, wir müssen ein neues Format finden. Das möchte ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich finde... Passt doch. Ich finde es so eigentlich zum Beispiel ganz cool. Gefällt mir wirklich ganz gut. Wir können jetzt hier... Gibt es übrigens auch bei Lightroom CC, also bei der mobilen Version, das Upright-Tool. Genau. Ist wahnsinnig hilfreich. Vor allem eben bei solchen Geschichten, wenn es um Architektur und Gebäude geht, wenn ihr da perspektivisch was gerade stellen wollt. Einfach mal ausprobieren, welcher Modi bei euch am besten passt. Aber natürlich hier in Lightroom Classic auch. Ne? Habt ihr einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten. Genau. Wahnsinnig schön. Ja, und das war vorher halt, als es noch Lightroom 5 gab, hatten wir diesen Transformationskanal, hatten wir ja nicht, da hatten wir ja, glaube ich, nur so zwei Knöpfe hier, Aus und Auto. Aus und Auto. Ja, hatten wir früher nur, ne? Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich zum Beispiel jetzt nicht mehr rübergehen müsste in Photoshop. Früher musste ich immer in Photoshop nochmal rübergehen, weil ich dann halt transformieren konnte, so wie ich perspektivische wollte. Perspektivische ne? Formen und alles. Genau, und das ist zum Beispiel etwas, was Lightroom jetzt natürlich... Klar. Ich meine, die beiden Tools gehen ja auch immer weiter, immer mehr ineinander. Genau, ne? Also wenn ich es jetzt rüberbringen will, mache ich einfach Rechtsklick,
Wo ist es? Bearbeiten in Photoshop CC 2019 und ihr könnt das Bild sofort rüberschieben. Mhm. Wenn ihr ein JPEG habt, dann würde er euch nochmal fragen, ob er das machen soll, soweit ich weiß, glaube ich. Wenn ihr jetzt ein JPEG bearbeitet. Mhm. Ihr könnt dann halt etwas ausschneiden, was bearbeitet im Photoshop. Wenn ihr es zurückschiebt, entstehen dann zwei Dateien hier. Ne? Das machen wir aber alles noch die Tage, weil jetzt rennt uns ein bisschen die Zeit davon. Kein Stress, dann haben wir die Lightroom-Datei und eine TIFF-Datei. Die TIFF-Datei ist die, die aus dem Photoshop rübergekommen ist, mit dem, sagen wir mal, ausgeschnittenen Schild jetzt zum Beispiel, wenn ich das hier oben ausschneiden würde. Ja. Aber das jetzt nur mal so ganz kurz am Rande. So, wir geben jetzt mal ein bisschen... Noch 2 Minuten, dann müssen wir tatsächlich schon... So, wir geben jetzt der Sache hier mal so ein bisschen Vignette. Habe ich eben gesagt, ich will nicht so viel Vignette machen. In dem Fall finde ich es auch nicht so ganz cool. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen die Tiefe... Das wirkt halt richtig schön metallisch jetzt. Ne? Naja, genau. Wir können jetzt hier noch ein bisschen schwarz. Das ist zu schwarz, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Wir können noch ein bisschen Kontrast geben. Ja. Und dann seht ihr... Wahnsinnig schön. Ist schon ein Unterschied, ne? Ja. Und das rechts ist richtig gritty und zum Greifen. Und das ist eigentlich größtenteils durch den Struktur- und durch den Clarity-Regler gekommen. Und indem wir halt über die Gradationskurve einfach die schwarzen Töne ein bisschen mattiert haben, damit ihr nicht so... Ihr müsst mit den Schwarztönen einfach auch mal ein bisschen spielen. Den Schwarztonregler nehmen, die Gradationskurve benutzen und den Kontrast. Ja, weil nur Kontrast hochdrehen ist... Das liegt natürlich im Auge des Betrachters, ne? Aber... Ist zum Beispiel nicht meins, ja. Aber wenn man ein gutes Zusammenspiel zwischen diesen drei Komponenten hat, kann man Schwarztöne eigentlich ganz, ganz schön manipulieren. Ja. Das sieht klasse aus. Also ich finde, so einfacher Effekt, ne? Also so schnell geht's. Vor allem, es wirkt ja auch nicht mehr, vorher hat es auch gar nicht so metallisch gewirkt, sondern eher steinern. Genau. Ja? Und jetzt hat es einen total metallischen Look halt und nicht mehr dieses einfach nur so, da hängen so ein paar Bleche an der Wand und so. Und das ist so eine Treppe, die da so hoch geht. Und jetzt stell dir mal vor, Benny, da wäre gelb. Also Benny, der mich gerade gefragt hat, ob ich das Gelbe nicht ausschneiden kann. Wenn das gelb wäre, dann würde es da bescheuert aussehen. Geht durch weiter. Ne? Ja, jetzt habe ich zu dem Bild habe ich jetzt nicht mehr. Ich wäre so viel zu sagen. Reicht jetzt zu dem Bild. Aber ihr habt gesehen, ich habe doch gar nicht so viele Schritte gemacht, ja? Und wenn wir sehen, vorher, nachher, ist das Ergebnis extrem unterschiedlich. Und ich habe wirklich nur irgendwie so einen Filter, mit der Filter hat mich nur so losgetreten. Weißt du, der hat mir jetzt nicht, der hat mir gar nicht, der hat mir ja gar nicht gesagt, so jetzt sieht, wegen dem Filter sieht das Bild jetzt so aus. Ja, weil viele machen viel und dann schmeißen sie den Filter drauf und sagen dann, ja, jetzt habe ich einen Filter, das ist Insta-Style. Ne? Nee, ist es nämlich nicht. Ja, und das ist auch, ich finde es auch immer gefährlich, dass so viele Leute, ich meine, es ist ja schön, wenn Leute sagen, ich habe Interesse an Presets und will mir welche kaufen, aber ganz viele verstehen ja gar nicht, dass du mit einem Preset nicht gleich das Recht erworben hast, dass all deine Bilder genau so aussehen, wie das da gezeigt wird. Ne? Das ist nur genau in diesem Beispiel, mit diesen Settings, sieht dieses Bild mit diesem Filter so aus. Aber wenn du dein persönliches Bild da reinklatschst, ne, und sagst, ich mache jetzt diesen Preset drauf und dann erwartest, dass es genau so aussieht, schwierig. Klappt ja nicht. Ne? Klappt ja nicht. Ne, also wie gesagt, das ist hier ein ganz gutes Beispiel, wie man von einem Preset sich mal so ein bisschen entwickeln kann und ich da unterm Strich trotzdem schon einige Regler hier angetastet habe. Ne? Also hier ist ja von den Preset-Einstellungen kaum noch was über. Ja, aber ich konnte der Sache, ich habe ja selbst den Grain rausgenommen, den das Preset mit reingeschmissen hat. Also entwickelt euch von solchen Sachen einfach ein bisschen weg. Aber es ist auch nicht verkehrt zu sagen, das ist eine Base für mich. Ja. Ja, und wie gesagt, es gibt so viele von diesen Sachen. Aber ihr seht die Einstellung rechts, man kann so ein. Kann das super gut super gut auch nachbauen für sich selber. Ne? Und denkt dran, das Letzte ist, was ich jetzt noch sagen will, ist ja, es arbeiten ja nicht so nur viele in diesem Commercial-Bereich, es gibt ja viele, die in anderen Bereichen arbeiten, die richtig Masse pressen, richtig viel machen. Ich denke da so an Hochzeitsfotografie und sowas. Natürlich müssen die auch bei 2.000 bis 2.500 Bildern mal sagen, jetzt schmeiße ich hier mal eine Kopie drauf. Ne? Also ich kopiere ein Preset und schmeiße das halt auf eine Bildauswahl drauf oder sowas, um zu gucken, wie funktioniert das. Funktioniert leider auch nicht immer. Erfahrung gemacht, dass es nicht immer funktioniert, weil wir gerade bei solchen Events wir unterschiedliche Lichtquellen und Lichtfarben haben. Ja. Aber wie gesagt, versucht es einfach mal und dann machen wir so. Also, wahnsinnig coole Session. Ich glaube, wir haben in diesen 2 Stunden so viel gelernt gerade. Und
für euch auch, ne? Also morgen, übermorgen auf jeden Fall mit einschalten. Morgen announcen wir auch dann zusammen mit dem Sebastian, wann er dann eben losgibt, sein Walk, ne? Also auf jeden Fall einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Und in 5 Minuten geht es auch gleich weiter mit dem lieben Michael zum Thema Premiere Pro. Und heute Abend dann von 16 bis 18 Uhr mit dem Sven, der euch dann in After Effects einführt, nämlich heute zum Thema After Effects für Beginner. Also auf jeden Fall dranbleiben, wir haben echt ein richtig spannendes Liner, wollte ich sagen. Auf jeden Fall sehr schön, dass ihr dabei wart, und ich würde mich sehr freuen, jetzt gerade weil der Sebastian so sich so viel Mühe gegeben hat, hierher zu kommen, wenn ihr doch gerne bitte aufs YouTube-Video geben würdet und ihm ein Like da lasst, weil ich fand das so klasse, ne? Also jetzt auch wirklich dafür, dass du jetzt 7 Stunden unterwegs warst und um 6 Uhr morgens dann hier losgedüst bist. Ja, schon okay, ja, ist klar. Ich habe ja gesagt, dass hier das alles zu machen. Würde mich sehr freuen. Ich habe euch schon links auch den Link auch in den Chat gemacht. Wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr es sowieso machen. Auf jeden Fall, vielen Dank. Danke euch, bis morgen. Ja, vielen Dank dir, Sebastian. Genau, bis morgen, und in 5 Minuten geht's weiter. Also auf jeden Fall dranbleiben, und genau, bis später. Tschüss. Tschö.